So, meine Lieben. Hi. Na? Geht's euch gut? Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich grüße mal ganz lieb Sleeping Pony, Simon der Schweizer, Clara. Lol. Ich kann den Namen nicht lesen. Was soll das heißen? Sarah. Hallo, Sarah. Hallo Felicitas, hallo Maximilian Rose, hallo Innie, hallo Freundinnenwelt, hallo Mash DK Multigaming, krasser Name, hallo Josephine, herzlich willkommen an euch. Ich mache gerade nochmal eine Insta-Story, der für die letzten Hängengebliebenen, die noch nicht mitbekommen haben, dass ich stream. Boinsen auch an dich, Miralicious. So, schnell kurz mal Instagram-Story raushauen. Wer mir noch nicht auf Instagram folgt, kann das auch nochmal gerne machen, Alter Peggy. So, oh, da habe ich Ton an, das ist natürlich, nein. So, warte mal, Instagram-Story. Warum ist das auch so kompliziert, dass man diesen blöden Ding da gedrückt halten muss, ne? Ach ja. Geil, mit Ton, ne? Habt ihr nochmal ein GIF für mich? Nee, was war das für ein Bild hier? Wartet mal, so. Machen wir nochmal. Also habt ihr nochmal ein GIF? Bam, Pferd voll erwischt. Richtig gut. Ich habe auf jeden Fall die Uhrzeit hier dran. Ne? Uhrzeit muss rein. Dann Hashtag LS19. Ja? Das muss. Und jetzt brauche ich von euch natürlich noch ein GIF. Ein schickes GIF. Ich hätte noch gern Farmtastic drin. Müssen wir mal gucken. Hallo Yannick. Miralicious, was bin ich denn noch alles? Letztens hieß es schon, ich wäre Mayo. Baloo. Okay, Baloo. Baloo, schauen wir mal, ob wir da was finden. Ja, okay, das ist irgendwie ein Ei, das ist irgendein Fußballspieler. What? Das andere lädt alles. Mann, wieso ist denn das WLAN so schlecht? Hey, das ist alles irgendein Fußballspieler. Gibt es da so einen Fußballspieler, der Baloo heißt? Mit so einem komischen Stern drauf? Okay, da gibt es echt... Nee, das ist also wirklich, das, nee. Nein, Clara. Es muss was Englisches sein. Traktor. Nee, das, da gibt's auch keine so richtigen. Da kann ich nur, wir nehmen das da. Wir nehmen hier, guck mal hier, Barrel Racing. Barrel Horse Racing gibt's bei Farm. Da gibt's natürlich auch einen Traktor. Aber da wir heute so, ich nehme mal wieder den Bauern. Was haben wir da noch? Eis. Hey, Dorothea, grüß dich. Eis. So. Traktor gibt es tatsächlich auch nicht. Da kommt nur so DJ-Zeug wegen Traktor. Das ist ein DJ-Software. Ne? Just that you know. Sehr guti. Also, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Freitag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, meine lieben Freunde und Freundinnen. Hier auf einen Freitag. Ne? Freitag, warum heißt es eigentlich Freitag? Weil man ab dann frei hat. Ja, ich bin nicht sicher, ob das stimmt. So, jetzt wartet mal, ich muss mal eben hier... Wer mitspielen will, es gibt eine zusätzliche Mod zu finden bei uns auf Discord. Ich zeige euch gleich, warum diese Mod. Und zwar, ich habe es mir nicht nehmen lassen. Es geht nämlich nicht anders. Ich dachte mir, es ist zu schick. Es ist zu schick hier, es ist zu schick einfach. So. Und zwar hätte es nämlich sonst nicht funktioniert. Eis. Pass mal auf. Du sollst aufpassen, habe ich gesagt. Da steht Peggy draußen. Hier, fällt euch was auf? Ich habe das ein bisschen schön gemacht hier. Also ich finde es schöner. Ich finde es schön hier, ne? Aber das ist leider eine Mod und die muss man leider drin haben. Die muss man leider drin haben für die Bäume. Ah, es ist ärgerlich. Ah, nein. Nein, schon wieder eine Mod. Oh mein Gott, nein. Aber dafür schicke Bäume hier um den Hof rum. Das ist doch fancy dancy. Also ich muss sagen, die Bäume machen das nochmal um einiges hübscher. Ich habe mir tatsächlich gedacht, Peggy, was streamst du? Wir haben heute nicht so viel Zeit, also schon. Aber wenn dann heute, morgen keine Streams, morgen bin ich nicht da. Ich komme erst Sonntagnachmittag wieder. Ich weiß nicht, ob ich dann Sonntag noch Lust habe zu streamen. Müssen wir mal gucken. Wuh, Bäume. Ja, es sieht sehr schön aus hier. Ich muss sagen, es macht schon noch ein bisschen Flair hier auf dem Hof. Jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich? Was streame ich? Ja? Was streame ich? Das heißt, wir können jetzt ein bisschen länger LS machen. Oder noch was anderes, ihr könnt gerne, also ich habe heute auf jeden Fall noch vor, was anderes zu streamen. Die Auswahl lag jetzt da irgendwo zwischen RimWorld, Red Dead, Sims oder ganz was anderem. Ich hatte auch überlegt, baue ich nochmal heute einen Hof und nehme euch mit im Stream. Ah, ich weiß auch nicht.
da wusste ich jetzt auch nicht, was ihr mal, worauf ihr mal Bock habt. Also wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, die neue Mod gibt es auf jeden Fall bei uns im Discord, im dafür zugehörigen Channel, ne? Also ladet euch hier da einfach rein und so. Sarah, grüß dich. Hi, na. Matthias Abenteuer wären dann auch mal wieder lustig. Ja, das ist das. Ja, das können wir auf jeden Fall noch machen. Das ist ja, dauert ja nicht so lange. Habe ich mir auch schon überlegt, eine Runde noch in Sims reinzuschauen. Das machen wir dann auf jeden Fall spontan auch, denke ich mal. Also, ich sage mal so, rein theoretisch gehen heute wahrscheinlich noch 3 Streams. Es kommt immer darauf an, wie lange wir die alle machen. Matthias halte ich, glaube ich, nicht länger als 1 Stunde aus. Von dem her muss ja auch nicht so super lange sein. Ja? Ich will auch immer nicht jeden langweilen so. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich Matthias nicht ein bisschen Offline-Material aufnehme und das dann zusammenschneide oder so. Ah, ne. Hey Nati, grüß dich. Auch mal wieder da. Sehr schön. Oh, schön, dass ihr. Also mit auch mal wieder da, das war jetzt nicht. Das klang jetzt echt blöd, ey. Ich meine, mit auch mal wieder da, meinte ich, hey, auch mal wieder da. So gerade eben wie Sarah auch, weil Sarah jetzt eben auch gerade mal wieder seit längerer Zeit dabei ist. Freut mich sehr, dass ihr reinschaut, meine Lieben. Ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Ich bin ja immer in der Hoffnung, ne? Okay, ein bisschen, kurz Real Talk. Okay, also ihr dürft jetzt nicht so denken, oh, der Peggy wieder hier, seine Abos und so. Aber manchmal bin ich schon ein bisschen traurig. Also gar nicht wegen den Abos, sondern wisst ihr warum? Weil mir manche Leute einfach abgehen. Also im Stream so, wenn ich streame und so, ich sehe, es fehlen einfach manche Leute, wie eben Nati und Sarah, Diane, ne, Johanna und so. Das ist halt tatsächlich so, das ist manchmal schon schade. Muss ich mir schon überlegen, boah, ist das, weißt du, so als Streamer oder YouTuber oder Entertainer, Unterhalter, was auch immer, denkst du so, oh, schade, haben wir die irgendwie verloren, wollen die nicht mehr oder, ne, das ist immer so, also wirklich, das nagt dann schon an einem. Ich weiß ja, dass es meistens daran liegt, weil die Leute auch halt Real Life haben und keine Zeit und so, aber es ist dann doch immer so ein bisschen, ja, es ist schon immer schade und deswegen freut mich das umso mehr, dass ihr dann doch reinschaut und wieder da seid und so, ne. Aber so ist das tatsächlich schon. Ich sage ja oft so, ja, es ist mir alles nicht so wichtig und so. Aber das ist mir halt schon wichtig, so die Leute dahinter, weißt du so? Die Menschen, die man sich halt jetzt über die Jahre hinweg so quasi, an die man sich gewöhnt hat und die man so ins Herz geschlossen hat und so. Und dann ist es halt immer schade, wenn die dann nicht mehr da sind. Aber gestern war zum Beispiel Diane da und hat auch gesagt, oh, tut mir leid. Und heute sind auch wieder Nati und Sarah da. Und das ist halt super schön. Das freut mich halt. Das freut mich halt sehr, ne? Deswegen, so war das gemeint, ne? Nicht so, Ich finde dich sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Christian Dexler, dankeschön. Ich finde dich jetzt auf den ersten Blick auch ganz, ganz gut. Ganz gut so. Ja, der Chat auf jeden Fall gut hier, ne? Vielen Dank. Matja reicht ja auch 1 Stunde. Länger erträgt man das auch nicht. Nee, sag ich ja. Dorothea, du, ich wünsche eine gute Besserung, ne? Das ist jetzt die Krankheitszeit, auf jeden Fall richtig schlimm. Nee, Matja, boah, nee, also da ist 45 Minuten, ist schon, wenn ich 45 Minuten durchhalte, ist schon krass, 1 Stunde ist ganz gut, aber da würde ich tatsächlich auch gerne noch mal ein bisschen weitermachen mit der guten Matja. Ne, wir haben ja bei letztens Mal, wurde ja der Tierschutzverein gerufen, beziehungsweise unser Schmalu hat sich von selbst, ne, hat sich von selbst den, hat sich selbst entführt, hat gesagt, halt, stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Ja, ich gehe. Ja, das wollen wir nicht normal haben. Mir viel lesen, ich habe meine Weiterbildung gemacht, hatte da vergessen die Prüfung. War viel am Lernen. Und wie lief's, Nati? Ich hoffe, alles zu deiner Zufriedenheit. Ich weiß es natürlich, ne? Es ist ja nicht nur mein Leben, was sich so verändert immer mit der Zeit. Das ist, geht ja euch auch so. Das ist ja das, was ich immer so krass finde. Dass wir so viele Community-Mitglieder auch schon haben, die schon über Jahre mich verfolgen, tatsächlich auch schon Leute seit dem alten Kanal noch, also das sind jetzt wirklich schon, ich meine 2011, ne, das sind 7 Jahre, Leute, ja, die mich schon 7 Jahre verfolgen und da dabei sind, da verändert sich natürlich auch viel, ne, die ziehen um, gründen Familien oder nicht, oder ziehen in andere Länder hier, auf andere Kontinente und sowas, ne, das ist einfach nur abgefahren, ja, und das vergisst man gern mal, dass die Welt sich weiter dreht und so, ja. Aber es ist super lieb, es ist sehr schön. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Endlich vorbei, fein. Ich hoffe, dass sich die Lernzeit auch gelohnt hat. Das ist ja immer das, was man sagt, dass sich das auch lohnt.
Ich denke mir immer so, allein wegen der Erfahrung lohnen sich die meisten Sachen schon, dass man sagen kann, ich habe das mal mitgenommen, ich habe das mal gemacht und habe die Erfahrung und das ist eigentlich ganz gut, ne? Und Nati guckt vorm Einschlaf immer was von mir. Oh, das ist aber super lieb von euch. Von dir in dem Fall. Das ist super, super, super süß. Ich habe leider sehr gutes Gefühl und muss leider nur noch warten. Ah, sehr schön. Aber gutes Gefühl ist ja schon immer. 3 Streams. Mad Dog, Matcha, Arthur. Dann wäre jetzt aber 4, weil wir jetzt ja auch noch LS streamen. Ja, ich finde alles 4 geil. Mad Dog habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ob wir Mad Dog feiert Weihnachten schon mal anfangen. Ich habe mir noch nicht so ein richtiges Konzept gemacht, aber da wollte ich auf jeden Fall weiter spielen. Der große Weihnachts-Mad Dog, ne? Und Arthur, ja. Matja, ja. Das ist halt die Frage, dann können wir halt jetzt LS nicht so lang streamen. Das Ding ist halt, ich habe tatsächlich nur heute Zeit. Ansonsten sehen wir uns dann erst wieder Sonntagabend oder sowas und dann müssen wir mal schauen. Ich möchte dann halt auch nicht mal zu kurz machen. Es ist immer so, na also, ich muss dann noch ein bisschen Zeug packen für morgen und so und ich muss eigentlich dann noch auch ein Möbel aufbauen. Ja. Die Stunden sind, na, wenn wir jetzt jedes Spiel eine Stunde streamen, sind das 4 Stunden, wenn wir noch alles machen. Noch haben wir die Zeit. 6, 7, 8, 9. Das könnte sogar passen, wenn wir die Streams nicht so lang ziehen. Dann kann ich halt jetzt keinen mega krassen 2,5 Stunden LS-Stream machen. Dann können wir dafür die anderen Sachen durchhauen. Bei mir ist halt immer so, ich denke mal so RimWorld. Oh, RimWorld ist eher was für später am Abend, ne? Eigentlich. Ne? Also. Wer guckt Peggy nicht vom Einschlafen? Das weiß ich nicht. Ich zum Beispiel, ich gucke Big Bang Theory zum Einschlafen. Ja, oh Mann ey. So. Komische Menschen, was soll das denn heißen? Ich würde sagen, Menschen mit einem Geschmack für gute Unterhaltung, oder? Solche wie wir, ja. Also, XXLQ, als richtige YouTuber würdest du dann halt auch Möbelaufbau streamen. Das ist ekelhaft, klar, sowas macht man nicht. Außerdem haben wir einen Gaming-Kanal, nee, also wirklich, ich verstehe schon, als richtiger geldgeile YouTuber, der einfach aus allem versucht, irgendwie Profit zu ziehen. Das stimmt wohl, da hast du wohl absolut recht. Dann würde ich das wohl machen. So, wir müssen jetzt mal gucken. Guck mal, Emmas Pferd ist immer dreckig. Werd mal sauber hier, du. Was muss ich denn noch reiten? Weil die Pferde müssen verkauft werden. Die kommen jetzt auf jeden Fall alle weg. 50, yo, die sind alle so gut wie voll. Außer Inni. Inni, reitest du das Pferd nochmal irgendwann? Also, ich bin Geldgeil, deswegen stehe ich morgen 6:30 auf. Weiß ich doch. Geht mir doch auch so, Bergi. Ich bin auch Geldgeil, deswegen gehe ich jeden Tag arbeiten und denke mir, yo, muss rein in die Kasse, ne? Rein in die Tasche. Du musst mal der Picky vorm Einschlafen gucken, hilft dir gut. Ich brauche keine Einschlafhilfe. Also, das ist süß von euch, aber ich bin tatsächlich ein extrem schneller Einschläfer. Ich bin immer so, innerhalb von Sekunden bin ich eigentlich weg. Ich mag das nur einfach sehr gern, wenn ich nebenbei sowas höre. Da eignet sich sowas, was man halt kennt, schon voll gut. Family Guy, Big Bang Theory, irgendwie sowas, was man halt schon oft gesehen hat, ne? Meistens irgendwas mit hohem Unterhaltungsfaktor, darf sonst nicht sein, ne? Hi Yuki, grüß dich. Dankeschön, Dorotor, das ist richtig süß von dir. Heute bauen wir das Standard-Billy-IKEA-Regal auf. Hat jeder schon mal gemacht? Ne, da komm, die ganzen YouTuber haben doch alle, hab ich ja auch, muss ich sagen, einen Kallax. Jeder Streamer, der mit Cam streamt, der hat im Hintergrund so ein dreckiges Kallax stehen, wo dann seine ganzen verrotzten Sachen drinstehen hat, die er sich mal irgendwo, da müsst ihr mal aufpassen. Jeder, der mit Cam streamt, hat im Hintergrund so ein scheiß Kallax mit diesen fertigen Dingern. Ich auch. Ich auch, ja. Extrem schnell einschläfern, ja, ich weiß nicht. Was gibt's Neues auf dem Hof? Bäume, Pferde. Pferde sind fertig, die müssen verkauft werden. Oh, wir haben umgebaut, wir haben hier terraformt, wir haben alles Mögliche gemacht schon. Ich war jetzt am Überlegen, wenn wir jetzt die Pferde hier weiter hauen, was wir dann machen, ob ich jetzt die Vollgeiste nicht umsonst XXL Kuhhof, Fragezeichen Kuhfarm, ob wir noch eine zweite Kuhfarm da unten aufbauen oder hier oben tatsächlich und das alles ein bisschen umstrukturieren. Wieso? Wir hatten da den. Ah, gut, dann fahre ich halt. Habe ich echt immer Hindernen drin? Nee, wir bräuchten vielleicht mal. Ich wollte gerade sagen, wir bräuchten mal ein Auto, aber einen Scheiß bräuchten wir. Überhaupt nicht. Es gibt
Gerade nichts Neues, also schon, also es gibt immer was Neues, der Hof ist ständig im Wandel, ne? Es ist wie, upsie. Fuchsi und ich haben zum Beispiel hier gestern noch ein bisschen, da wart ihr dabei, rumgebaut nochmal da mit den Wegen und sowas, und Fuchsi hat uns jetzt das hier geschaffen, ne? Das ist eine Durchfahrt. Ich habe das jetzt nochmal hier planiert, die Halle neu gesetzt und hier noch ein bisschen Kacke gebaut, deswegen ist hier wieder kein Gras. Und ich habe halt eben die Bäume platziert, weil sie halt einfach geil aussehen, ne? Weil sie halt geil aussehen. Ich habe heute überlegt, ob ich einen, ich baue ja nebenbei ein Gestüt, ne? Also ich baue ein Gestüt für eine Karte. Ob ich das heute mit euch mache im Stream, oder dachte ich mir, mal sehen. Auf jeden Fall verkaufen wir jetzt mal ein paar Pferde, weil die sind fertig. Was soll ich mit denen? Was sollen sie hier rumstehen, wenn sie uns dann doch eh besser Geld bringen als sonst irgendwas, ne? So. Erstmal hier aufmachen, den Spaß. Kann ich das nicht noch irgendwie öffnen? Abkoppeln. Ja, es ist Finger zuklappen. Abdeckung öffnen, so. Ah, sehr gut. Der 19. sieht smoother aus als der Vorgänger, oder täuscht das? Hab das Gerät auch, aber noch keine Minute gespielt. Er sieht ein bisschen smoother aus, er läuft auch ein bisschen smoother. Aber Bergi, ich sag dir, also die Optik ist, ist es detaillierter und feiner. Die Texturen sind echt sehr nice. Es ist aber einfach sehr hell. Also da musste ich mich stark dran gewöhnen. Ich mochte eigentlich die Kontrast- und Farbwerte von dem LS17 sehr gerne. Das war alles so schön saftig. Du siehst hier, das Gras ist sehr hell. Das Gras ist wirklich alles, die ganzen Grüntöne und so sind alles sehr, sehr hell. Ist was, wo man sich gewöhnen muss. Stört mich schon teilweise extrem, weil ich fand, gerade Grünfarben, Grastexturen und so weiter, generell die Farben waren im LS17 einfach viel saftiger und das fand ich persönlich unglaublich geil. Da muss ich mich da auch dran gewöhnen. Ansonsten läuft das echt gut. Die neue Physik ist super cool, aber es ist halt auch, also es sind doch schon noch derbe Bugs drin, muss man jetzt auch mal so sagen. Ne? Es hat schon seine Schattenseiten noch. Warte mal, da fehlen immer noch über so 2%. Aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Oh, shit. Die Frage ist, warum fehlen da noch über so 2%? Die sind aber alle voll gepflegt, ne? Ja, da, naja, gut. Die müsste wahrscheinlich eine Nacht nochmal reiten. Aber, nee, da haben wir keine Zeit für so einen Kram. Hat Inken jetzt schon geantwortet, ob sie nochmal irgendwie, ja, ich reite meinen Gaul noch, alles klar. So, also, so machen wir das. Bestätigen. So, und jetzt fahren wir die zum Schlachter, wollte ich schon fast sagen. Spaß! Natürlich fahren wir die jetzt teuer verkaufen an einen Reiterhof. An ein Gestüt für renntaugliche, super tolle Überpferde. Und dann hauen wir wieder weg. Nein, das ist auf jeden Fall nice. Also ich habe mich schon voll an die neue Optik gewöhnt. Und ich möchte jetzt den, ich weiß gar nicht, ich müsste den 17 jetzt nochmal spielen, um sagen zu können, okay, das ist geiler. Aber ich bin auf jeden Fall so weit zufrieden mit dem 19er. Es gibt natürlich noch viele Stellen, die ein bisschen kritisch sind. Aber hey, ich meckere jetzt mal nicht, ne? Gäbe wahrscheinlich schon noch Möglichkeiten. Kannst du da auch illegal verladen, so als Schieberbande? Leider nein. Also so richtig coole Features, die geht natürlich nicht, da würde ich mich auch freuen. Mann, einfach mal so ein, vielleicht gibt es das ja irgendwann, wer weiß, im 19er irgendeinen illegalen Poyos Hermanos Hühnerhof, die aber eigentlich da Kristallmeat in die Hühnerpackungen reinfriemeln und wir müssen dann irgendwo Übergabe machen. Das wäre natürlich sehr geil. Ja. Babs, grüß dich. Hi. Hi, Lilly. Hallo, hat ein Weihnachtsbazar. Bisschen Sport machen, fit bleiben. Ja, Lel. Okay, alles klar. Die Teenies, ne? Eieieiei. So. Gut, also da habe ich mich nie drum gekümmert, also als ich Teenager war, also ich sag mal, bis ich 25 war, war ich automatisch immer fit. Das ging erst danach, begann der Verfall, ja. So ist das leider, dann schafft man den Absprung dann nicht und denkt sich, so, jetzt musst du langsam mal ein Trainieren anfangen. So, also, verschieben. Bestätigen, so, die ersten 100.000, na, 89.000. Holen wir uns gleich nochmal die nächsten. Und friemel die auch weiter. Gastarbeiter vom Bahnhof abholen. Ja, genau. Ja, Saisonarbeiter. Sowas wäre halt ganz nice. Ja, nee. Nein, so. Mein Gott.
so tief gehen die Skripte nicht. Es ist halt dann doch nur ein LS. Aber ja, ich würde sowas auch feiern. Das ist ein bisschen mehr Roleplay-Charakter. Kristallmet, ja, genau. Kennst du nicht? Das gute alte Kristallmet. Ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt an oder aus habe. Ich bin dort anscheinend hier alleine unterwegs auf dem Server, aber so wie ich fahre, ist das auch besser. Da hat sich noch niemand jetzt zu mir getraut. Gehört mir dieses Feld da? Nee, ne? Nein, das gehört uns nicht. Ich habe jetzt hier so viele andere Spielereien immer gemacht, ich bin gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand des Landwirtschaftsvorkommens hier, wo gerade gebastelt wird. Warte mal, habe ich hier Wachstum immer noch aus? Weil daran könnte es natürlich liegen. Langsam, okay, das passt. Und das plus 5, das ist auch gut. Jetzt sacken wir das nämlich ein. Klingt wie eine Sondermarke, örtlich vom Metzger. Nein, das wäre aber Met. Ne? Die Kristall-Met. Ich habe heute meinen Metzger gefragt, ob er ein Frischfleisch für Katzen empfehlen könnte. Weil für Hunde gibt es das ja öfter mal, dass man sagt, ja, gibst du mir da was für einen Hund mit und so. Und dann hat er gemeint, für Stubenkatzen, also für Katzen, die im Innen leben, gibt es da eine recht interessante, und zwar Rinderherzen. Weil das Rinderherz hat, also schmeckt den Katzen halt erstens mal ganz gut und zweitens hat es irgendwelche bestimmten Stoffe, die das Immunsystem stärkt und außerdem ist es eine automatische Zahnwetz-Möglichkeit, wenn die das essen, und für die Zahnpflege ganz gut, weil es so durch die Konsistenz einfach dafür geeignet ist. Dachte ich mir auch so, okay, wow, ja. Und jetzt hat er gesagt, heute ist ein bisschen kurzfristig, aber der Pedgy verfüttert nächste Woche an seiner Katzen Rinderherzen. Okay, also ist auf jeden Fall geplant, weil für Hunde macht man sowas öfter, ne? Dass man da mal sowas mitnimmt oder sowas. Wo muss ich hin, Peggy, um eine Runde sibirische Erntehilfe zu spielen? Okay, das ist jetzt, du brauchst die Mods aus dem Discord, das kennst du ja schon. Und sonst einfach nur Deutschland 1, der Peggy, und dann läuft die ganze Story. Ne? Herz und Leber hat viel Zink, ist wie im Hund. Ich verfütte jede Woche zwei. Jo, genau. Genau. Das ist genau das, was Berg gerade sagt. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, tatsächlich. Klingt eklig. Naja, ich weiß nicht, was die sonst da verwursten in dem ganzen Tierfutter. Ne? Also ich denke, das ist eher total uneklig. Ich glaube, das ist eher das Reinste, was man so haben kann. Leber auch interessant, ja, viel Zink. Okay. Da werde ich mich dann nochmal schlau machen, was ich bekomme. Aber beides natürlich geil. Ich versuche natürlich schon, den Katzen auch so ein bisschen natürlich. Gut, ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze jetzt in der Natur ein Rinderherz zu essen bekommt? Ja, wenn sich so ein Rudel Katzen mal so ein Rind reißt irgendwo auf der Herde, ne? Da ist echt nichts eklig, sehe ich auch so. Unsere Bielerin nimmt die gezierten Schweineherzen und Augen immer für seinen Hund mit. Diese zierten? Ja, natürlich. Natürlich, warum denn auch nicht? Das ist doch für den Hund, naja, voll lecker. Naja, aber Geflügel. Das ist doch das Gleiche. Ja, genau, ist doch das Gleiche. Genau, so Putenherzen oder sowas oder Putenleber oder so ein Kram oder ja, Geflügel kriegen sie dann doch schon, ne? Mal so ein Täubchen, mal so ein Huhn, ne? So, wenn so ein paar Kater da, ein paar Katzen unterwegs sind, die reißen sich dann schon mal so ein Huhn. Ja, das ist schon ganz interessant. Komischer Gedanke, das Herz hat ein paar Monate, Jahre ein Tier versorgt und dann frisst es am Ende der Hund, aber sterben muss es ja doch. Eigentlich nicht, eigentlich ist das so der Kreis auf der Natur, aber das ist eigentlich auch so mehr so ein Pseudospruch, ne? Also, weil, weißt du, das ist doch, wie war doch gleich, in der Natur heißt ja auch immer gefressen und gefressen werden, also es ist halt schon irgendwie so, ne? Das gleicht sich doch so ein bisschen aus. Also, nur weil wir jetzt so, also wir sind halt schon mehr so Alpha-Predator. Aber ich denke mal, in den richtigen Umgebungen wären wir auch eher so eine, ich sag mal so rein von der Physis her,
sind wir eher so eine schwächliche Gattung, sage ich mal, in der Natur. Uns helfen halt Waffen. Ja, das ist halt unser Intellekt, der uns da hilft, uns gegen stärkere Tiere zu verteidigen und dann die eben uns Opfer zu machen. Ne? Das ist nur unser technischer Fortschritt, der uns da erhebt, den anderen. Ja? Circle of Life, genau. René Henze. Nicht Rennhetze. René Henze, Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Jonas K. Christi. Ich glaube, Hühner sind jetzt nicht so das typische Beutetier einer Katze. Oh ja, du kennst ja die falschen Katzen. Du, also, wenn da. Also, ich denke mal, so ein. Hier Lennox oder sowas. Also, hier so ein nordsibirischer. Riesen-Maine-Coon-Kater, der frisst schon mal so einen Gockel, ne? Oder drei am Tag oder so. Ja? Also es gibt ja schon große Katzen auch. Ja? Und warum sollten die denn kein Huhn essen? Ja, also es Vögel, na klar und sowas, aber wenn die größer die Katze, desto größer ja auch das der Hunger, ne? Und auch die Pranke. Hi, Piney. Ja, aber trotzdem ist es ein komischer Gedanke, dass da mal in einem Tier drin war. Ja, so wie du auch mal in deiner Mutter drin warst, oder so, ist ja auch ein bisschen komischer Gedanke eigentlich, oder? Wenn man sich so mal das Wunder der Geburt so vor Augen hält, auch ein bisschen strange. Biologie ist schon, das Leben ist schon ein bisschen eklig, ne? Mit diesem ganzen komischen, das Leben ist schon irgendwie so eine eklige Angelegenheit, man kommt irgendwie so da und wird dann geboren und alles ist eklig und schlammig und Blut und blach und da und dann, ach Gott, und später macht man sich so Gedanken drüber, ob der Kajal richtig sitzt und sowas, wenn du denkst, du bist auch aus dem Schleim entstanden und jetzt stehst du 4 Stunden vorm Spiegel und machst dich fit für Instagram und da denkst du auch so, ja, okay, alles ein bisschen strange gelaufen. Hallo, Linia. Schmalo, frisst schon mal einen Adler. Ja, genau so. Genau so. Lennox hat letztes Jahr zu Weihnachten unseren Gockel aufgefressen, ja. Das siehst du mal. So krass sind die drauf, ne? So diese Waldkatzen da, die norwegischen, sind schon heftig. Die Katze meiner Freundin hat mal eine Möwe vom Deich mitgebracht. Sie sind direkt an der Nordseeküste. Ja, auch nicht gerade klein. Nee, die Möwen können, die sind schon ganz schön Orschis. Das ist ja auch, boah, wie, du musst sie so hinter sich hergezogen haben, so richtig stolz, so, komm mit. Das macht Coco, macht das, die, wenn ich nicht aufpasse und gerade in der Küche bin oder sowas, dann läuft die da rein und holt sich also sie hat einen großen und einen kleinen Sack Trockenfutter, dann holt die sich den und zieht ihn mit und läuft damit weg. Die rennt einfach mit dem Sack im Maul, rennt die weg und sagt dann, also der ist halt doppelt so groß wie sie, ne? Und dann zieht sie den so hinter sich her und sagt so, nein, ist meins, ich fress das jetzt alles. Also wie gesagt, der kleine Sack ist ein bisschen kleiner, den kann sie schon easy heben, aber den großen Sack, also das ist echt, das sind ein paar Kilo, ne? Das ist schon ein bisschen heftig. Hallo Luna. Wie geht's denn deinem Kater? Mein Kater ist wieder topfit. Ich hatte jetzt nur Angst, dass Coco jetzt so ein bisschen kränkelt, weil die jetzt auch sowas so ein bisschen komisch manchmal am Röcheln ist. Aber das stabilisiert sich wohl wieder. Also es hat es jetzt heute, also gestern vielleicht noch ein, zwei Mal gemacht und heute habe ich sie noch nicht gehört. Also könnte ich auch sein, dass sie irgendwas einfach, bei Katzen weißt du es ja nie, ne? Was die mal runterschlucken und dann immer ihr Fell und irgendwie, zum Beispiel letztens kotzt Coco, kotzt sie einfach mal in den Flur und was kotzt sie aus? Einen Faden. Also eine Schnur und ich denke mir so, ich habe doch so eine Schnur gar nicht, ja? Woher hat sie diese Schnur? Und dann gucke ich und dann hat sie ein Spielzeug zerbissen. So ein Angelspielzeug-Dings, weißt du? Hat sie die Schnur rausgebissen, dann lagen dann die zwei Einzelteile noch da, der Stab und dann das Ding, diese Kugel da vorne dran, also dieser Flauschebollen da. Und dazwischen hat sie halt eiskalt die Schnur da rausgebissen und verschluckt. Ich check's nicht. Was ist da los? Ja, also was soll der Schmarrn? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Naja, aber so ist das halt. Nein, was hatte Teddy denn? Eine Halsentzündung. Eine Halsentzündung hatte Teddy. Aber nach drei Spritzen und
5 Tagen 2 Tabletten am Tag, ging das wieder. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich gucke und ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das ansteckend ist. Tee hat es dann auch noch so, naja, schauen Sie mal. Ich denke mal so, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, der Tierarzt, der provoziert es dann, dann auch noch so, dass sie ja, sich irgendwie anstecken oder so ein Schmarrn, damit man wiederkommen muss. Ne? So. Was habt ihr denn immer mit eurem VR-Chat da? Was ist denn das schon wieder? Ist das wieder irgend so was Neues, wo der sich... Das ist wieder so... Also, pass auf. Ist das wieder so ein Ding, wo jeder so tut, als würde man das nur machen, so, ja, ich habe halt Langeweile, das ist irgendwie so ganz lustig, aber in Wirklichkeit hat jeder irgendwelche so, geht's nur darum, von sich irgendwelchen komischen Leuten komisch anmachen zu lassen oder sowas, und dann die Ausrede immer für alles, ja, mein Gott, ja, es war halt irgendwie ganz lustig und, ja, Gott, Langeweile und so, das ist immer so die Ausrede für alles, ne? Ja, wie machst du es mit deinen Katzen? Was machst du denn mit deinen Katzen? Das ist eine Fangfrage. Ich mache halt nichts Schlimmes mit den Katzen. Ne? So, Inken, dein Gaul wird gleich eingeladen, wenn du ihn nicht reitest. Wieso steht der da zum Meiner noch? Ich habe meinen doch schon verkauft. Oder nicht? Oder doch? Ne, meiner ist weg. Schau mal, wie schön das hier aussieht, wenn das die Weide so ein bisschen... wenn die Weide so ein bisschen da im... What? Wenn die Weide da so ein bisschen in den Bäumen drin ist. Ich dachte gerade, was denn jetzt passiert? So, Peggy. Nein. Peggy. So. Jetzt läuft das hier. Sonst schimpft mich Fuxi immer, dass ich nicht die Straßen nehme. Hi, Yuki. Guck mal, Yuki so, hi. gut. Oma Laura kennt das nicht. Wieso Babs heißt auch? Ja, warum soll sie nicht Laura heißen? Glaubst du, sie heißt? Ach so, Barbara. Oder wieso? Ja, Babs wäre eigentlich nur die Abkürzung für Barbara, ne? Aber vielleicht heißt sie ja Barbara Laura. Laura Barbara, ich weiß nicht. Ja, beides ist möglich, ne? Ist das wieder sowas, wo sich die 10-Jährigen heutzutage Nacktbilder schicken? Ja, genau, so Sleeping Pony, genau so. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ja. Ist das wieder sowas wie bei Instagram, wo man als Frau, wenn man irgendeinen Chat kriegt, aufpassen muss, dass, wenn das verkrisselt ist, die Vorschau, dass man da lieber nicht drauf drückt. So ungefähr. So, so dachte ich mir das auch so. Genau so. Und dann alle sind so da, weil sie wissen, dass das passiert, in der Hoffnung, dass es ihnen passiert. Um sich dann lautstark darüber aufzuregen, aber in Wirklichkeit wollen sie es nur sehen. Kennt ihr auch alle diese Leute, diese auf Instagram so, oh, so eine Scheiße, ey, und dann, boah, schick mir irgendwie cheap einfach so ein Bild und ich denke mir so, okay, wow. Kennst du denn dann sowas? Nein. Dann erstens mal, das sind so die Kausalkette der Fails und der die Kausalkette of Shame, okay? Kette Chain of Shame, ja? Ah, genau, Babs kommt von Barbara. Siehst du, dachte ich mir doch, da hatte ich doch den richtigen Riecher. So. Ja, es passieren schon komische Sachen vor Edge. Deswegen, ich sage ja, ne, die sind ja überhaupt nicht total nett. Das ist überall derselbe Scheiß. Jetzt pass auf, Kausalkette of Shame, ja? Wieso? Ach so, da. Chuck. Jetzt ist ja so. Peggy Deutschland 1, genau. Und dann ist das so, die gehen dann da rein, also die kriegen so eine, hier, wir nennen sie mal Clara irgendwas, ja, kriegt, ne, nicht Clara haben wir im Chat, okay, nennen wir sie mal Schmalina oder sowas, ja, so Schmalina hat Instagram, postet natürlich immer irgendwelche Fotos, weil Baum, ja, warum auch immer, aber ist ja okay. Und Schmalina postet natürlich immer Fotos so von ihrem Körper mit, also sie postet Fotos von sich ganz vorm Spiegel, hält sich aber das Handy immer so dumm vorm Gesicht, weil man möchte ja natürlich nur aufs Äußerliche, also auf die körperlichen Vorzüge reduziert werden, warum auch sonst immer man sich das Handy vors Gesicht hält, ich check's nicht. Ja, so, nein, niemand darf mein Gesicht sehen, weil ich so hässlich bin, aber den Rest könnt ihr ruhig abchecken. Das ist schon mal saudumm, da frage ich mich schon mal, okay, was stimmt da nicht? Ja, dann werden sie natürlich angeschrieben
Und dann denken sie sich, ah ja, komm, dem antworte ich, irgendein Boy, keine Ahnung, so ein Philipp oder sowas, ja, und dann schreiben sie mit dem, irgendwann schickt ihnen halt so ein verkrisseltes Bild und dann klicken sie dann auch drauf und dann ist es halt, na, ihr wisst schon was. Und dann denke ich mir so, okay, Kausalkette of Shame ist so, erstens mal, wieso nimmst du seine Nachrichtenanfrage überhaupt an? Also erstens mal, wieso ist dein Konto überhaupt nicht auf privat? Und dann übernimmt man da überlegt man sich schon mal dreimal, wen man da annimmt. Und dann, ne, Kausalkette of Shame Teil 2, wieso nimmst du den Chat überhaupt an? Dann Kausalkette of Shame 3, wieso antwortest du überhaupt, wenn du eh schon weißt, was passiert? Kausalkette of Shame 4, wenn schon so ein komisches Bild kommt, wo du schon weißt, in welche Richtung es geht, dann drück doch nicht auch noch drauf. Und dann Kausalkette of Shame 5, warum blockierst du dann nicht gleich? Ja, so, nein, es geht dann immer noch weiter. Und dann da unterstelle ich einfach, komm, die wollen das doch so. Und genau derselbe Scheiß ist das mit VR-Chat. Ja. So, da will ich nichts hören. Das ist so, ne? Also, nicht Barbara. Doch, wir sagen jetzt zu Babs immer Barbara. Das ist doch gut, das passt sogar zu dir. Oder dann doch Laura. Ja, wir wissen es nicht. Chain of Shame, genau. So läuft das. Was macht denn Yuki da? Yuki chillt in der Halle. Yuki, ich wollte gerne einparken. Okay, ich parke einfach über Yuki. So, gar kein Problem. So machen wir das. Genau, und sowas ist auch VR-Chat. Genau das, was Sleeping Pony gesagt hat. Ich habe es jetzt nur noch mal im Detail ausgeführt, die ganze Diskussion. Eigentlich müsste ich den auch mal putzen. Der war doch gerade noch voll sauber. Wieso ist der jetzt so dreckig? Ich habe den doch erst sauber gemacht. Ich sollte vielleicht die Verschmutzung ein bisschen... Guck mal, die Reifenspuren hier. Das ist nur krank. Das ist nur krank, schon was ich da für Kornkreise hier auf den Hof fahre. Es sollte mal regnen. So. Okay. Ausgestiegen. Oh, Barber Roots. Ich sehe schon kommen. Ich dresche mal Feld 28 ab. Ja, los geht's, Yuki. Gute Sache. So. Ja, das reicht. Das reicht für den Lintrag. Was ist denn da überhaupt drauf? Ich muss auch erstmal hier einen Überblick bekommen überhaupt über die Feldereien hier. Also, 28 ist fertig, 29 ist im Wachstum, 30 ist erst, oh, das ist ungekrautet. Ah, da muss Unkraut überall noch gespritzt werden und da brauchst du irgendwo Kalk. Ah, weil das Neue ist. Okay. Ist das da angesät? Nee, das ist noch gepflügt. Okay, was ist denn hier passiert? Brudi, wie sind das hier? Ist das überhaupt annähernd irgendwo beim Feld? Ah ja, tatsächlich, das ist hier irgendwie runtergerutscht, kann das sein? Oh shit, ey, das ist... Da muss man auf jeden Fall mit der Spritze drüber, sonst... sonst wird das hier, macht er das kaputt. Also da holen wir mal gleich Spurreißer, Raps, ja gut. Da. Ja genau, jetzt darf ich da, also wie mache ich denn das jetzt? Brauche ich Pflegereifen? Nee, warte, ich mache das jetzt kaputt und dann sehe ich da einfach nochmal nach. Oder nee? Wie mache ich denn das jetzt? Ich sehe da jetzt rückwärts. Also ich sehe da jetzt so. Ja, sonst hätte ich halt das jetzt freigelassen, aber nee, komm, die... Ich will da jetzt keinen Ausfall haben. So, okay. Haltstab, einsetzen. Ah, ich brauch den. Ah, doch, die Kreislegger? Nee, bräuchte ich gar nicht. Dann lasse ich die mal weg. Säht er da jetzt, ohne zu eggen? Ja, yeah, das sieht ganz gut aus. So. Ich fahre jetzt einfach mal rückwärts. Ich weiß, normal müsste ich die ausheben und so. Ich mache das einfach hier so illegal. Ich mache das so richtig illegal. Guck mal, Babs lässt sich jetzt erstmal umbenennen. Direkt mein Barbara. Aber wieso denn dann Babs? Einfach weil das ein geiler Name ist? Hat das irgendeinen Hintergrund? Das klingt einfach wie ein super Avatar-Name, aber irgendwo her muss das ja kommen, ne? Ich habe Chips aus meinem Adventskalender. Ich habe das heute bei Aldi gesehen. Einen funny, frisch Adventskalender. Da dachte ich mir auch so, jo, läuft.
Ja, es sind 24 verschiedene Geschmackssorten. Ich habe ja gar keinen dieses Jahr. Gar keinen Adventskalender, das ist schon ein bisschen sad eigentlich. Aber eigentlich auch irgendwie nicht. Ne? Eigentlich ist es auch überhaupt gar null sad. So, wenn ich jetzt mal hier fertig wäre, dann könnte ich mich nämlich Projekt XXL Kuhhof widmen. So, irgendwelche Sachen wollten wir noch eintauschen. Wir wollten noch irgendwelche Gerätschaften kaufen. So, wenn Inni was zu tun braucht, ich hätte Arbeit für Inken. So, wie sieht's denn da mit dem... Ich glaube, da kann ich die Wolle schon nochmal gleich wieder runterschieben da hinten. Die versperrt ja schon wieder alles. Ja, eigentlich wüsste ich gerade nur, um den Livestream meinen Treffen zu entgegen. Einem Treffen. Was denn für ein Treffen? Ein VR-Chat oder was? Guck mal, das ist das, was mit den Leuten nicht stimmt. Geht halt mal raus, ne? Geht halt mal nicht in VR-Chat, sondern geht halt mal ins Kino oder sowas. Oder... Oh Mann. Was ist denn das? Geht immer lecker essen. Geht nicht in VR-Chat. So. Ich habe meinen Kalender aufgegessen. Okay, Inken, du kannst eigentlich hier auf der 8, und dann auf der 29 und oben. Ah nee, oben muss angeerntet werden. Oder? Da ist gar nichts drauf. Nee, da gehört gesät, also oben auf dem Berg, auf dem Hügel, beim Schloss, gehört gesät. Die 8 und die 28 können gespritzt. Da brauchst du aber einen Traktor mit Pflegereifen. Sonst machst du da alles kaputt. So. Hat eine Freundin, die hat zur Joghurette immer Erdbeerbabs gesagt. Ach, Babs. Erdbeerbabs, weil das babbt. Oder was? Zu ICQ-Zeiten mit 13, 14 muss dein Name her. Da fanden wir es unfassbar witzig. Oh, das ist ja geil. Ja, dann passt ja. Also Erdbeerbabs eigentlich. Also bin ich nur der Babs gesagt hat. So, das hängt dann nur an mir. Peggy, stell mich mal nicht so da, das ist gemein. Nee, da richte ich mich an alle, die im VR-Chat rumhängen. Statt im Real Life. Ne? So. Gut. Guck mal, Fee hat mir geschrieben, sie verpasst immer die Streams. Das ist aber sehr traurig, Fee. Und Simon der Schweizer folgt mir auf Instagram. Vielen Dank, Simon. Nein, es ist doch nur Spaß. Leute, jeder soll doch so machen, wie er denkt. Aber ich habe immer nur gern so, man braucht irgendeinen Aufhänger. Ne? Über irgendwas müssen wir reden. Wir müssen doch irgendwie reden. So, okay. Ja, genau. Inken und die Spritze steht hier da links daneben. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Also die hier, jetzt ist nur die Frage, ob da Pflanzenschutzmittel drin ist oder ob da was anderes drin ist. Die müssen wir mal anketten und dann gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. So. Und dann nehmen wir den hier, den Fendt hier gleich mit rauf. Brauchen wir eigentlich gar nicht sauber machen. Okay. Warte, Inni, lass mich mal gucken, was da drin ist. Oder möchtest du das Symbol beschreiben? So. Okay, das ist Düngemittel. Das ist falsch. Warte mal. Dann machen wir das mal eben so. Wupsi. Wo ist denn das Düngemittel? Das hatte ich mal hier drüben abgestellt irgendwo. Ach komm, das stellen wir jetzt mal neuerdings hier hin. Das sortiere ich dann schon um. Sieh mal, wie geil ich das jetzt da abgestellt habe. Das ist ja der Hammer. So. Hier, und zwar brauchen wir das da. Diese roten hier, mit den roten Zeichen, die Big Bags. Das brauchen wir. Und da kannst du dann einfach über die 28 und über die 8 drüber gehen. Dankeschön, Denken. Und was sehen wir denn da oben mal an? Ölrettich? Nö. Nehmen wir die 3 Punkt? Tja, ich weiß auch nicht. Was können wir denn da oben ansehen? Wiese? Nee, ist auch blöd eigentlich, oder? Kartoffeln? So ein kleines Kartoffelfeld? Eigentlich wäre es besser, wenn wir da nicht rauf müssten, um zu häckseln, ne? Aber andererseits, das Feld da oben halt auch richtig schön, ne? Hallo Lala!
Genau, Babs kam von dir. Ach so, Babs kam von mir. Ach so. Das war so, dass ich damals in den Chat kam und fragte, wie er das aussprechen würde. Und du hast Babs gesagt. Ah, so. Ja, Erdbeer Babs ist natürlich geil. Das ist natürlich super. Inzwischen hat es sich das so eingebürgert, das gehört nur so. Ja, super gut. Ich fände es auch komisch, Erdbeerbabs zu sagen, oder? Also da finde ich Babs ja schon cooler. Aber da hat es tatsächlich nichts mit Barbara zu tun, sondern mit Babs wegen Pappen. Das ist ja ein totaler Story-Plot-Twist. Damit hätte ja niemand gerechnet. Aria. So. Guck mal, Yuki steht da so. Steht so still daneben. Ne, die 28 brauchst du gar nicht machen, Inken. Die 29. Entschuldigung, ich habe 28 gesagt. Inken, die 29 und die 8. Sorry. Das daneben. Das links neben von dir. Entschuldigung, es war meine Schuld. Habe ich vielleicht den Chat nicht gelesen? Hast du gerade gesagt, ich weiß. Dann habe ich mich versprochen. Es tut mir leid, ich mache Fehler. Ich mache Fehler, es ist so sorry. An Barbara habe ich noch nie gedacht. Ich dachte immer. Warte mal, irgendwie hat mich das mal, jetzt muss ich mal gerade mal stalken, weil Babs heißt nämlich auf Instagram ganz anders. Und das hat mich irgendwie dazu. Jetzt muss ich mal gucken, ob das wahr ist. Warte mal, muss ich mal gerade hier in die PN gucken. Sie heißt das ganz anders. Okay, ja genau, deswegen wusste ich, darauf kann man es auch nicht sehen, wie Babs wirklich heißt. Doch, da steht's. Genau. Von Instagram hatte ich es dann, ja. Von Instagram hatte ich es dann irgendwann, dass ich wusste, okay, sie heißt anders, ja. Der Name sorgt für Überraschungen. Ja, vielleicht heißt ja, es denken alle, dass es Babe heißt. Was denn Babe? Anstatt Babs? Oder was? Erdbeer-Babe? Erdbeer-Babe. Das klingt irgendwie eklig. Ich weiß gar nicht, also das ist schon irgendwie, hey, willst du mein Erdbeer-Babe sein? Das ist irgendwie ein bisschen, gut, man kann aber alles irgendwie so ins Dreckige ziehen, ne? Es ist also, naja. Na, Babe. Ach Gott, Mara mit ihren krassen Anmachsprüchen. Das ist ja unglaublich. Habt ihr eigentlich schon eine Loots geschickt? Weil ich bin mir nicht sicher, ob die gerade funktionieren. Klingt frivol. Ja, genau, irgendwie frivol. Schönes Wort, irgendwas frivol. Ich bin ja so ein Fan von so Fachwörtern. Von schweren Wörtern. Ne? Ja, wie sagt man denn? Frivol ist ja auch kein Fachwort, ist auch kein Fremdwort. Wie sagt man denn da? Was ist denn frivol? Das ist so ein selten benutztes, ein schweres Wort. So. Früher hat man gesagt, ein schweres Wort. Ja. Der sagt immer so viel schwere Wörter. Total krass, diese Anmachsprüche. Ja. Ich denke schon immer, Myra ist dann im VR-Chat unterwegs, ne? Und dann schön ordentlich Chat-Eier und blüht dann auf. Und dann hier die üblichen Verdächtigen mit dabei hier, ne? Ich sehe euch ja schon immer im Discord da, Inken, Glenia und so. Dann wird's ganz schlimm, dann kommt noch Felicitas dazu und gibt ihren Senf noch dazu bei und dann hörst du sie die ganze Zeit gackern, ja. Felicitas Lache ist auch so unersetzlich. Wenn wir jetzt hier da Gras machen könnten, dann können wir auch ein bisschen Gras machen, aber nee, ich glaube, das möchte ich nicht. Ein bisschen Hafer, so als Hafernachschub. So, das ist ja schnell erledigt hier. Dann grubber ich nämlich jetzt gleich hier den Unkraut mit unter. Helli, hallo, mein lieber Peko. Wie immer lasse ich dir Kosse die Manida kleiner als drei Flausch die zweimal von Mi. R kleiner als drei und wie immer bekommst auch du Knuddelflausches von mir Einschaltungszeichen. Hab euch vermisst und will hört man. Sicher mal wieder im Discord, Hashtag Flau Irmi.
Pflaumi-Irmi. Dankeschön, Nati. Vielen, 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 vielen lieben Dank für die Flauschis. Auch ganz liebe Flauschis an dich. Und flauschige Knuddelgrüße. Okay, das war jetzt ein bisschen too much, ne? Vielen lieben Dank, Nati. Richtig süß. Freue ich mich immer über ein kleines Trinkout. Und Hashtag Coco Money, Coco Teddy Money, Kitten Money, Kitten Money. Das hatte Judith, hatte das, glaube ich, geprägt. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur, es war in einem RimWorld-Stream. Dankeschön, Nati. Richtig, richtig, richtig süß. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist echt schön. Wie gesagt, also ich freue mich immer total, wenn wieder Leute reinschauen, die uns jetzt lange nicht beehrt haben, weil das Leben halt auch weitergeht, ne? Und die vielleicht einfach auch, das ist ja auch immer das so, es ist ja wirklich, also auch für mich strange so ein bisschen. Also so zum Verständnis mal, ne? Also erstmal nochmal ganz, 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 ganz herzlichen flauschigen Dank. Coco Eddie ist, Money ist von mir. Genau, das ist von dir. Liest dir auch sehr lustig vor. Lala ist so traurig. Oh nein. Okay, folgendermaßen. Ich erkläre euch das jetzt mal aus meiner Sicht. Ihr wisst ja gar nicht, wie das ist, ne? Kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem schreibt und befreundet seid oder ihr mit jemandem Kontakt habt und dann hört ihr auf einmal monatelang nichts mehr von dem? Und dann denkt ihr euch auch so, hey, irgendwann, ja, was ist denn da passiert, ne? Gerade so bei Freunden und sowas. Manchmal sieht man dann immer so, ja, okay, postet auf Insta, ist in Facebook online. Dankeschön für die Flutes, für die Loots. Vielen lieben Dank. Und die 8, genau, die 29 und die 8. Und dann denkt man sich so, kommt jetzt auch kein Post und so. Sorry Lala, das ist zu weit oben, musst du noch mal posten. Ich krieg leider nicht alles mit, weil ich halt hier nebenbei auch auf dem Bildschirm schaue, weißt du. Ich spiele hier nebenbei noch ein Spiel, ne, falls du es nicht gesehen hast. Einfach noch mal posten. So. Also, Nati hat da Copyright drauf, ja. Nein, ist auf jeden Fall richtig süß von Nati. Ich finde das immer wieder toll, auch die Gesichter zu sehen, die es halt nicht so oft zurzeit in den Stream schaffen. Jetzt wollte ich gerade zur Story kommen. Also, für euch ist es ja quasi einfach, ja. Wenn ich mal ein, zwei Tage nicht streame oder so, dann wisst ihr ja meistens, okay, keine Zeit oder irgendwie sowas. Und ich streame dann doch immer. Also irgendwas von mir kommt immer. Entweder bin ich dann, poste ich mal eine Insta-Story oder keine Ahnung was. Oder ich hau ein Video raus oder sowas. Und dann, ihr wisst ja von eurer Seite aus immer noch, aha, okay, er lebt. Ja. Und es passt alles. Da kommt der Content. Weil ihr könnt ja quasi immer verfolgen, was ich so mache. Ich kann das bei euch aber nicht. Ja, das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwie jetzt jemand, der regelmäßig dabei ist in den Streams, auf einmal dann wochenlang gar nicht mehr kommt, dann ist es halt schon komisch. Also dann macht man sich halt auch so Gedanken, denkt so, hey, hoffentlich ist da nichts passiert, ne? Und das haben wir ja, ist ja bei mehreren in der Community so, wo man sich dann denkt, ja, hoffentlich lasst da mal nichts sein, weil ich kann ja schlecht nachvollziehen, was mit euch ist. Weil ich ja von euch kein regelmäßiges Feedback bekommen oder halt eben so ein Contact. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, worauf ich hinaus will. Aber also ihr habt mehr Teil an meinem Leben als ich an euch. Weißt du? Und das ist ja ganz normal so, weil ich hier quasi der YouTuber bin. Aber trotzdem ist es dann halt für mich immer wieder umso schöner, wenn wir dann wenn die Leute, die jetzt dann länger nicht da waren, dann jetzt ebenso wie hier bei Sarah und bei Nati, auch wieder sehen, dass sie dann wieder reinschauen. Wobei ich auch oft das Gefühl habe, dass dann Leute einfach so reinschauen, Hallo sagen und dann aber auch gleich wieder weg sind. Das ist natürlich auch schade. Also ich finde ja schon, also es ist natürlich immer lieb, wenn jemand reinschaut, aber ich finde es natürlich immer noch cooler, wenn es wirklich aus den Gründen ist, warum man halt sonst immer reingeschaut hat, und zwar um sich jetzt die Zeit zu nehmen und sich einen Stream anzugucken, ne? So. Also. Okay. Lala, das ist auch okay so. Du bist 9 und dein ganzes Leben ist noch vor dir und mit 9 Jahren sollte man noch nicht an Liebe oder Verliebtheiten oder Beziehungen oder irgend sowas denken. Das, wird deine ganze Teenagerzeit über
Programm sein und dich nerven. Noch bis zu 9, sei einfach jung oder ein Kind und setz dich mit sowas bitte nicht auseinander. Und dann ist alles in Ordnung. Und da gibt's keinen Grund, traurig zu sein. Und du hast noch dein ganzes Leben Zeit für sowas. Und das wird dich mehr als ankotzen. Also sei dir da bewusst, dass das jetzt wirklich nicht schlimm ist. Und das ist ganz normal. Natürlich will der mit 15 das nicht. Das ist ja strafbar fast schon. Also selbst freundschaftsmäßig wäre das schon sehr bedenklich. Also da muss man einfach sagen können, dass das viel zu früh ist. Also Lala, mach dir darüber einfach bitte keine Sorgen. Kümmer dich um andere Sachen, kümmer dich um deine Freunde, um Hobbys, um die Schule und dann wird das schon alles gut werden. Ne? So. Mit 9 Jahren habe ich noch Pokémon gezockt. Was soll das denn heißen? Was ist, wenn ich heute noch Pokémon zock? Was ist denn das für ein Indikator? Ja, was hat ein Pokémon-Zocken mit irgendwas zu tun, Linja? Also wenn jetzt jemand, wenn jemand Yu-Gi-Oh! Zockt, dann ist es schon mega peinlich. Pokémon ist okay. Nein, also es ist natürlich egal, in welchem Alter man irgendwas macht, solange man einigermaßen zufrieden ist damit, ne? Denke ich mir jetzt. Dann bist du wieder 9. Ja, okay, dann bin ich wieder 9. Dann ist das halt so. So. Nein, es gibt gar keinen Grund zu weinen. Alles ist gut. Genau so soll das sein. Nein, du brauchst mit 9 keinen Freund. Es gibt für alles ein richtiges Alter und das ist mindestens 17 oder drüber. Unter 17 ist alles zu früh. Ne? Der kleine Pecky, naja, so ist das, ne? Der kleine Pecky möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Nee, das ist auch nicht cool. Das klingt richtig komisch. Ich war letztens bei IKEA und da habe ich tatsächlich das große IKEA Kinderparadies mit Bällenbad und so gesehen. Kennt ihr das? Also ich habe das immer auch, wenn ich so durch ein Toys R Us oder sowas laufe oder durch so einen Müller, durch die Spielzeugabteilung oder so. Wo man sich denkt so, boah, ey, als Kind, ne, jetzt könnte ich das alles haben, aber was bringt's mir? Aber wenn ich jetzt da in so ein Bällebecken rein, dann mache ich nur alles kaputt. toll, als irgend so ein Erwachsener hat schon wieder das Bällebecken, das Bällebad ruiniert, so. Ja, man kann sich das ja bauen, man kann sich ja diese Bälle kaufen, ne, gibt's ja dann so, kannst du ja aus China irgendwie shippen lassen, so ein paar hundert Stück. Oder so für 10 Euro oder sowas. Flausch, kleingeschrieben, 5. Also FLAUSCH 5. So. Gut. Fertig hier. Und runter geht's. Mit 9 habe ich mit Playmobil gespielt. So, das wollte ich hören, genau. Da habe ich mit Playmobil gespielt. Na. So. Playmobil ist geil, genau. Und wenn man Playmobil spielt, dann braucht man keinen Freund. Außer man spielt mit dem Playmobil. Also, klar kannst du einen Freund haben, aber bitte einen, der halt auch 9 Jahre alt ist oder 10 oder so. Ne? Und auch Playmobil spielt und nichts anderes. Das ist wirklich, oh Mann. Ich finde das immer ein bisschen krass, ne? Was ist los mit der Jugend? Die können ja auch nichts dafür. Das ist ja immer das, dass die können ja auch überhaupt gar nichts dafür, dass das alles jetzt so krass ist. Oh, wow. Oh, Erntegünter betritt den Server. Jetzt muss ich überlegen, was ich Bergi für eine Arbeit gebe, während ich hier gerade dramatisch den Berg hinunterfalle. Hab nach dem Abi eine Weile bei Müller in der Spielwaren gearbeitet. Beim Verräumen der Ware war ich die ganze Zeit so, oh, ich will das und das und warte, wenn ich ein Kind mehr, damn. Nein, achso, und warte, bin kein Kind mehr. Ja. Ich weiß, was du meinst. Du guckst jetzt alles da und denkst dir, boah, ey. Geil, aber jetzt, wenn du es dir dann kaufst, was soll das, ja? Es sei denn, du bekommst selber Kinder, dann kannst du wieder damit spielen. Wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich dem auch immer nur Spielzeug schenken, mit dem ich spielen will. Das ist so scheiß darauf, die Bedürfnisse des Kindes oder auf die Wünsche. Kriegt schön das Spielzeug, auf das ich auch Bock habe. Wie habe ich denn das jetzt hier geschafft?
Wie zur Hölle? Ach. So, wollen wir mal hin. So, Ernte Günther ist auch schon da. Ernte Günther kann natürlich hier auch helfen. Das ist natürlich super, super gut, dass wir jetzt hier fähigen Ersatz haben. Krasser Stunt. Das lädt ewig, liegt das an mir? Ah, geht er eigentlich voll. Günther zur Stelle. Ah, sehr gut. Sehr gut, dass der Günther da ist. So. Da muss ich hier erstmal. Der Güni muss ich erstmal zurechtfinden und ich muss jetzt erstmal rüber auf die andere Seite. Und den Schlepper wieder umdrehen. Hier, Ernte Günther, du kannst die Ballen einsammeln hier, wenn du da Lust drauf hast. Nimmst du dir einen Traktor und einen Ballenwickler und dann kannst du hier mal die Ballen einladen. Ich weiß nicht genau, Yuki macht ja mehr so, macht mehr Mittagspause, als dass sie, glaube ich, da drischt. Ey, moin, Steffel, grüß dich. So, ich hätte damals auch gerne Dinos gespielt, mit Playmobil gehabt, gab's aber nicht. Ja, Dinos hatte ich schon. Bin beim Hund, kann nirgends einsteigen. Okay, ach so, Bergi, du kennst das ja noch gar nicht. Okay, gehst du einmal ins Menü, hier Bergi an die Übersichtskarte, dann gehst du hier oben, aber warte mal, ich komm mal, Bergi Discord oder was? Ich glaube, das bringt so nichts. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen voicen mit ihm. Sonst, glaube ich, führt das hier zu nichts. So. Achso, ja, da habe ich eh eine Nachricht. Hi-ha-hu. So. Ich call den Boy mal. Mal schauen, ob er mich answert. So. Ja, du kannst leider nicht mit Spielzeug spielen. Nee, mit Spielzeug spielen kannst du nur, wenn du selber dann Kinder hast und nicht nur dann. Ich muss Onkel werden oder so. Oder irgendwie sowas. Ich bin auch noch nicht sicher. Peggy, kann ich mit dir auf Discord reden? Nee. Also ja, aber jetzt nicht. Also generell haben wir natürlich einen Discord, aber normalerweise gibt es ja keine Privataudienzen. Ich komme momentan eh nicht dazu, öfter mal ins Discord zu sein. Das ist auch ein bisschen schade. So, mir fehlen auch so ein bisschen abends die Runden mit den anderen Leuten hier auf dem Discord. Ein bisschen haben wir sonst immer ein bisschen fortgeneitet. Ich bin da voll raus aus dem Ganzen. Müssen wir wieder aufleben lassen, dass die guten Rocket League-Stunden. Was eigentlich mit Bergi? Bist du da? Hallo? Nee. Irgendwie. Weiß nicht. So, gucken. Ich habe jetzt mal einen Direct Call gestartet. Oder ist er irgendwo reingegangen? Weiß gar nicht. Weiß gar nicht, was hier geht. Ich bin irgendwie in einem Anruf drin. Also das ja. Aber ich höre irgendwie nichts. Aha, da, jetzt. Aha, aha. Hallo. Ja, das kriegt doch alles hin, Alter. Yes. Ey, ich bin sowas von dermaßen lobig, was Discord angeht, sowieso, ne? Ja, weil ich hatte das auch ja gar nicht so auf dem krassen Schirm, als das kam, aber da war es so ein bisschen gehypt, dachte ich mir so, hä, ist das Discord? TS, Skype war da noch so voll aktuell. Aber dann habe ich alles ersetzt und nur noch Discord. Also ich habe jetzt weder Skype noch Teamspeak. Also habe alles komplett weggeschmissen. Ich habe jetzt seitdem Skype ich... Skype ist mittlerweile angekommen im Büro bei mir, habe ich's. Hä, echt, oder? Ja, mit den IT-Lern, nur über Skype. Wir haben im Büro, haben wir nicht Skype, sondern, wie heißt denn das jetzt? Jabber Call. Boah, das ist noch älter. Ja. Na, zwei Sekunden, ich hole mir gerade mal einen OSAF. Ja. So. Also, dafür zieht mich irgendwie wieder in den Haaren im Discord. Was, komische Privatgespräche da bei euch. Was ihr da im Discord macht, ne? Wenn ich nicht dabei bin in den Streams, dann ist es sowas wie immer Probleme habe, Superstream. Was? Wenn ich nicht dabei bin in den Streams, dann ist es sowas, ich wieder Probleme habe. Ja, WB, Bruder. Ja, wie ist Bruder? Ja, alles gut. Du, ich bin heute quasi nur so ein bisschen auf der Durchreise nach der Arbeit. Ich muss dann
heute noch habe ich Zeit, morgen bin ich dann unterwegs, Family und sowas, weißt du, vor Weihnachtszeit. Morgen Weihnachtsfeier, oder habe ich jetzt schon Panik, Alter? Ja, das habe ich eigentlich schon so ziemlich alles hinter mir, meine ganzen Weihnachtsfeiern. Oh, sei froh, ey. Das war jetzt schon gar nicht. Ich nicht. Du bist sehr anständig, ne? Ich bin ja sehr anständig, was das angeht. Du bist sehr anständig, was das angeht. So kennt man dich. Aber ich lasse mich gerne anstecken. Ja, da kannst du ja dann auch nichts dafür. Das ist ja quasi nicht dein Verschulden. Nee, ich bin auch, aber ich bin gerade von der Arbeit nach Hause. War kurz im Mund. Ja. Und hab mir gedacht, so, oh, guck mal kurz rein auf Twitch, du warst online, dachte ich mir so, oh komm, oh, Ja. Das ist doch gut. Das ist doch schön, jetzt machst du das Ding auch mal an hier. Ja, wir spielen halt auch wirklich viel zu selten, aber gut. Das stimmt, das ist natürlich wahr, ja. Das ist natürlich richtig. Ich darf hier nirgendwo mitfahren, ne? Weil du hast es so eingestellt, wenn jetzt irgendwie andere Leute kommen, dass du dann auch erstmal einchecken kannst und gucken kannst. Genau, also zum anderen ist das alles passwortgesichert und jetzt auch doppelte Sicherung. Ich zeig dir jetzt noch, wie das geht. Also du musst halt ins Menü gehen und wir haben jetzt hier oben diese verschiedenen Höfe, ne? Du bist jetzt quasi keinem Hof. Also das einmal Escape, ne? Ich weiß nicht, spielst du mit Gamepad oder mit Tastatur? Tastatur. Also einmal Escape und dann hast du da oben die Übersicht. Das ist jetzt alles anders als vorher. Und dann ist da so ein komisches Hofsymbol. Also so ein komisches Stall-Dings da in der Mitte oben. Ja. Und dann musst du links auf Packyhof doppelklick, das Passwort ist Pack kleingeschrieben. Und dann kannst du erst, genau, jetzt kannst du erst unsere Maschinen benutzen. So kannst du quasi... Dass jetzt mehrere einen Hof spielen können, parallel. Ja, genau. Du kannst autonom das machen. Du kannst halt jedem einen Hof zuteilen und kannst dir dann auch den einzelnen Passwort sichern und die können halt quasi für sich spielen auf derselben Karte und so. Kannst dann auch so mit Lohnunternehmer machen, dass sie dann untereinander kooperieren, Geld bezahlen und so weiter. Es geht alles. Das ist richtig cool. Nice. Jo. Und jetzt kannst du halt eben die Sachen, also unser Land benutzen, auch unser Land zerstören leider, weil also Fruchtzerstörung ging jetzt nicht bei anderen Feldern oder wenn du nicht auf unserem Hof bist, aber da du jetzt zu uns gehörst, kannst du quasi auch unsere Sachen kaputt machen. Deswegen da ein bisschen vorsichtig sein, weil du ja automatisch das Feld kaputt fährst, wenn du drüber fährst. Ne? Bergi ist voll leise. Ich hatte ja eine Minute schon gespielt. Was mir aufgefallen ist halt über die Tastatur und Maussteuerung, die Autos reagieren wesentlich langsamer. Oh ja. Das ist Gewöhnungssache. Da muss jeder erstmal reinkommen, ja. Komisch irgendwie. Das ist so, das ist die neue Fahrphysik. Das ist quasi Absicht, das ist gewollt so. Und die Reifen drehen sich nicht mehr von automatisch zurück und sowas, wenn du damit, also die wieder gerade richtest. Ja, ich habe jetzt hier den besten Trecker genommen. Ja. Habt ihr irgendwo einen Kercher stehen? Dann würde ich erstmal sauber machen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Erstmal schick sauber machen. Erstmal Kercher. So. Okay, ich hab Berg jetzt mal lauter gemacht. Ich hoffe, ihr hört ihn jetzt auch. Ich bin zu leise. Du warst gerade leise. Das lag aber an mir, weil ich habe den Windows-Sound tatsächlich ein bisschen runtergeschraubt wegen Mucke. Ne? Aber da du jetzt dann natürlich auch drüber gemonitort wirst, ist das halt... Jetzt habe ich die Musik leiser gemacht und... Ich bin ja auch mehr so ein ruhiger Typ, so ein bisschen introvertiert. Also ja, du gehst nicht so aus dir raus, ne? Du bist nee, eigentlich so, nie. Nee, ich weiß schon, du musst immer ein bisschen aufpassen, dass man dich auch nicht in so, also man darf so deine Comfortzone nicht anfassen und so, sonst... Ja, sonst dann gleich so, sonst geht sie gleich wieder weg, ich muss jetzt, aber meine Mutter holt mich gleich ab, also ich gehe schon mal raus. Ich bin auch mehr so von der sensiblen Art und Weise hier. Ja, man muss dann auch immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Dann meldet er sich wieder sonst 3 Wochen nicht, weil man irgendwie gesagt hat, ja, du bist irgendwie langsam oder sowas. Ja. Du hast gesagt, ich kann das nicht gewonnen. Du hast viel mit so Menschen zu tun, merkt man. Also. Ja, ich kenne sowas. Ich kann das gar nicht so jetzt aus dem Stegreif definieren, wenn wir sagen, Spaß. Ja, genau. Ja, es funktioniert aber auch meistens. Was hast du jetzt da für einen geilen Kran, Alter? Ah, das ist ein Teleskoplader. Der ist eigentlich dafür da, um Ballen zu transportieren. Hat halt eine große Schaufel auch hier für Silage und so. Zum Tiere füttern eigentlich primär. Und führt zum Umladen von verschiedenen Stoffen. Okay, genau. Lauftempo ist flott.
Laufstein brauchst. Ja, du kannst ja gehen. Ne, oder du kannst auch rennen. Ja, ich sehe schon. Du kannst einen krassen Sprint hinlegen. Übelst effektiv, Alter. Ne, ich bin deutlich schneller als du mit deinem Traktor da. Ja. So. Was kann ich jetzt mal aufs Auge drücken? Da hier, Ballen. Mit dem Lenken haben sie es aber echt. Das ist krass, ne? Also, hast du kein Xbox Gamepad? Nicht mehr. Seitdem ich kein FIFA mehr spiele, habe ich das irgendwo. Du spielst kein FIFA mehr? Nee. Du gar nicht? Hast du boykottiert oder was? Oder jetzt halt im FM nicht mehr? Ja. Nee, doch, wirklich. Auch wirklich boykottiert, ne? Also. Wow. Also, ich habe jetzt auch keinen Bedarf. Also. Das hat sich denn so angekündigt im. Den letzten Teil hatte ich FIFA 18. Ja, 100 Stunden gespielt. Wenn die war, oh Gott, 100 Stunden ist viel zu viel. An Weihnachten bist du mit meinen Neffen, weil die halt da sind, die freuen sich halt immer. Ne? Das ist eine ganz, ganz andere Ebene, wenn du mit Leuten zusammen an einem Ding spielst, an einem Fernseher. Das stimmt natürlich. Also als Weihnachts- oder Ostern war das, glaube ich, Osterunterhaltung mäßig. Und diesen habe ich jetzt gar nicht gekauft. Geht mir genauso. Nö. Ich hab auf der Gamescom gespielt und dann. Ich habe immer PES gespielt und nicht FIFA. Aber ja. Ich habe auch PES 18 mir gekauft, habe das zu wenig gespielt und habe dann auch gesagt: Ja, okay, dann kaufe ich mir 19 auch gar nicht. Und das interessiert mich auch nicht so. Du kannst ja, es ist bei allem so. Du kannst ja immer quatschen und du kannst dich immer nörgeln und immer rumeiern. Aber da musst du auch selber mal irgendwann konsequent sein und sagen, okay, dann kaufe ich es halt eben nicht mehr, dann spare ich mir die 60, 70 Euro. Ja, besonders das für Konsole ist ja dann doch immer arschteuer. Ich meine, das zum einen, ich habe es ja immer doppelt gehabt für PlayZ und für den PC. PC halt früher immer noch zum Streamen und so, ne? Aber wenn du selber bei dir nicht konsequent bist, Alter, dann brauchst du auch nicht aufregen. Nee, genau, ja. Wenn du nicht und mittlerweile sagst, okay, weiß man es ja. Mittlerweile weiß man es ja, was es für ein Geschäft ist, was da läuft. Ja, ist sowieso so ein lächerlicher Scheiß. Ich habe sowieso gefühlt, dass diese ganzen Gaming-Firmen, da die ganzen Guten gehen alle pleite und sowas. Und das ist, kristallisiert sich da alles so ein bisschen raus. Wie ist es bei dir mit Red Dead Redemption? Das Singleplayer-Spiel war das Beste, was jemals auf meinem Flachbildfernseher gelaufen ist. Okay. Das Online-Spiel war der größte Abfuck. Hab ich noch nicht mal probiert. Ja. Weil ich einfach schon. Ich weiß einfach schon genau, wie es abläuft und die ersten Berichte, die haben mich dann einfach bestätigt. Ich habe heute sogar auf Arbeit, kein Scheiß, habe ich mir so einen kleinen von auf Spiegel Online. Mhm. Die sind jetzt wirklich keine Game-Kritiker, aber die haben immer eine ganz gut, sage ich mal, eine objektive Meinung zu vielen Sachen. Ja. Und wenn da schon einer schreibt von wegen, ja, ich wurde jetzt hier nur abgeknallt die ganze Zeit und es ergibt gar keine Synergie mit den Spielern, gar keine Regeln, sondern einfach nur von A nach B laufen, das macht die Welt ja auch irgendwo kaputt, weil sie ist ja relativ, sie lädt halt eigentlich dazu, ein bisschen Rollenspiel zu machen. Aber wenn das halt nicht gegeben ist, wenn die Spielregeln das nicht hergeben. Sondern es sind halt quasi, es sind dieselben Leute wie in GTA Online, aber in GTA Online war es dir ein bisschen egal, weil es halt funny ist, so einfach wegen dem Setting oder sowas, ja. Da hattest du ja auch genug Möglichkeiten, dem zu entkommen und Red Dead ist halt das Gegenteil, aber es sind halt genau dieselben Leute. Ja, und deswegen GTA Online ist auch wieder jetzt schon 5 Jahre alt, also da war auch wieder, da war dieser neue Faktor ja schon wieder da, ne? Dass man sagt so, oh geil, ein Online-Game, so in der Form, sag ich mal, ein GTA, ein geiles Singleplayer-Spiel, das muss bestimmt cool sein, coole Welt. Ja. Aber das hat man jetzt auch gesehen und ich meine, so Red Dead war ein saugeiles Spiel, die Story war bombastisch. Ja. Die fand ich richtig gut. Aber. Ja, steck ja noch drin. Aber bin halt. Gar nicht durch mit der Story. Ohne Spielregeln ist halt scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mir die Zeit zu schaden. Ja. Ja, das ist. Die Zeit zu schaden. Macht natürlich Sinn. So, warte mal, Inni braucht Arbeit oder was? Kurft einfach nur auf dem Feld rum. Nee, ich hab dann auch, erstens mal habe ich kein PlayStation Plus. Ja, das ist, kommt schon mal erschwerend dazu. Ja, weil das sind ja 7 Euro im Monat, glaube ich. Du, das sind bei mir so Laster, das kennst du aber wahrscheinlich auch. Manchmal, man kauft dann Sachen und die hat man dann und dann ärgert man sich eigentlich jeden Monat, das ist wieder abgebucht, die Schweine. Ja, wie zum Beispiel mein GameStar. Ich will euch gar nicht. Mein GameStar-Abo oder sowas. Ja, also. Da habe ich von solchen Abos habe ich irgendwie gefühlt 50, wo ich mir jedes Mal, ich habe mir mal vor Zeit, ohne Scheiß, ich habe mal echt so eine Phase gehabt, es war so im Sommer, da war bei uns im Betrieb relativ wenig los und ich sitze halt, ich habe mein Büro relativ für mich alleine und dann sitze ich so da und denke mir so,
Oh, was machst du? Oh, Bubble wäre ganz geil, so eine Sprache lernen parallel. Und einfach mal so ein Bubble-Abo abgeschlossen. Mich ärgert es jetzt immer noch, weil ich es einfach nicht mehr mache. Ich gehe da nicht mehr rein, Alter. Ich lerne es über eine Sprache. Aber das ist wirklich das, wenn man gerade so ein bisschen frei hat. Das ist ja. Wie, das machst du dann irgendwie, ja, dann mache ich mir mal hier Amazon Prime-Abo und dann mache ich mir so ein Audible-Abo und dann hier noch ein Abo und das und, oh Gott. Furchtbar, ey. Wo muss ich hin, die Dinge einladen? Ne, du musst die Ballen erstmal machen. Okay, also. Inni oder Bergi, einer von euch kann mal hier mit der Kreiselecke das Feld hinterher eggen, aber der andere muss noch vorher hier den Ballen gemacht haben. Warte mal, die Ballen. Also könnt ihr euch jetzt aussuchen, wer Lust darauf hat. Willst du sie stapeln oder willst du sie machen? Ich will machen, Ballen machen. Okay, jetzt hast du mich voll aufgespießt, ey. Boah. Musst du einmal hier mitkommen? Kommen Sie mal einmal rum hier. Ja. Können wir einmal auf die andere Seite hier. Oh, du musst ja aus dem Eck das Ding rausholen. Inni, du kannst dir mal die Kreiselecke holen. Das ist dieses Ding, was hier rumsteht. Den hier. Und mal über das Feld gehen, was Yuki da gerade gedroschen hat. Eingeparkt oder was? Ja, genau. Aber erst müssen wir die Ballen da wegsammeln. Genau, das Gelbe da hinten, das musst du da rausziehen. Das mir gefällt auch gerade ein. Ja, wir haben das hier alles ordentlich geparkt. Babs, genau. Bei Kingdom Come ist es so, da ist die nächste Aufgabe kaputt, wo ich mir, wenn ich die Stadt aufbauen soll, das nächste Gebäude kann ich nicht bauen. Ich kann keine Gebäude mehr setzen. Und ich weiß echt nicht, ob das schon gepatcht wurde oder nicht. Da können wir aber nochmal reinschauen. Ich hätte auf jeden Fall wieder Bock drauf. Ich hatte jetzt eine. Kingdom Come Deliverance, oder was? Ja, genau. Ich hatte jetzt eine Zeit. Hast du das? Ich muss dich ganz kurz erzählen. Hast du das bei mir mitgekriegt, wo ich das gestreamt habe? Nee. Das war der Hammer. Nee. Du gehst doch am Anfang, du läufst doch am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, wie der Anfang war. Auf jeden Fall bist du irgendwann in so einer Stadt, wo alle tot sind schon und alles brennt. Ja, komm mal hier rüber, hier rechts rum. Hier, ja, ich komm. Genau, und dann wieder da rechts. Da brennt alles. Ja, die Stadt brennt halt ab. Und dann bist du dann am Ende, dann wurden deine Eltern ja ermordet, das ist ja jetzt hier kein Spoiler. Ne? Ja, kann man so schon. Aber dann, du rennst aber dann durch diese Stadt und dann musst du ja irgendwie eine Schaufel suchen oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und ich suche die Schaufel und jetzt da drüber fahren oder was? Ich erzähl gleich weiter, das macht dich kaputt. Also, du machst... Ballenpresse anschalten. Genau, Ballenpresse anschalten und den Pickup musst du senken. Also den Pickup senken, ja, die Standard. Genau, dann gehst du hier einfach drüber über die Teile. Und wenn der piept, so, dann muss ich diese Scheiße suchen, diese scheiß Schaufel. Und was ist mir passiert? Und da habe ich irgendwie kommt dann ein Gegner, irgend so ein x-beliebiger Gegner. Ja. Das war dann so krass. Läuft das überhaupt? Ach, bald muss ich selber abladen oder was? Ja, wenn voll ist, muss der abladen, genau. Ah ja. Wieder zumachen. Oh, das ist ja Stress hier. So, und dann so ein x-beliebiger Gegner. Und das ist das war halt so buggy, dass ich diesen Gegner irgendwo eingeklemmt hatte. Und dann habe ich mich am Anfang an diesem Gegner auf Level 17 gelevelt. Das ging im Stream, kein Scheiß, das ging im Stream 3 Stunden. Die Leute, die haben mich verflucht. Ich so, mach doch mal die Story weiter. Nee. Das ist doch so mega geil. Nee, ich will Level 17 werden. Oder irgendein Level. Ey, das war übelst. Ich war dann nach dem, da bist du normalerweise Level 3. Ja, du levelst dann deine ganzen Kampfskills und sowas. Die ganzen Achievements, alles an einem einzigen Gegner. Sehr geil. Oh Mann. Oh, das war so gut. Das war so ja, und gut. Dann aber auch danach noch nie wieder gespielt, oder was? Doch, da haben wir schon weitergespielt, aber ich war halt überall total. Total overpowered. Alter, natürlich. Ey, so herrlich, ey. Da war dann sozusagen, sag mal, der Schwierigkeitsgrad wurde dadurch halt aber absurdum geführt. Ich bin in jedes Lager rein. Ja. Mit jedem Schlag, immer jeden Gegner mit einem Schlag irgendwie. Ja, das, genau, das ist natürlich krass, weil das musst du ja so normalerweise bei Kingdom Come so schön nacheinander lernen. Du musst ja dann lernen zu kämpfen und. Richtig. Ich bin auch kein großer Fan. Das war so ein richtiger Exploit. Hat mich so ein bisschen an WoW erinnert, wenn man irgendwie die Chance hat, irgendwas mitzunehmen, wo man denkt: Oh, geil, Alter, hier fliegt die Kohle. Das gab es ja damals bei WoW genauso. Da gibt es manchmal so Charaktere. Genau, wenn man einmal einen Glitch findet, wo man gerade skillen kann, dann verbringst du ja die ganze Nacht. Ist dir egal. Richtig, dann richtig, machst du nächsten Tag krank oder sowas. Ja, ist vollkommen richtig, egal. Richtig. Oh, das war so herrlich. So geil. Richtig, richtig nice. Ja, das so lief bei mir Kingdom Come.
Hab's denn, aber nicht zu Ende gespielt, aber inzwischen drin habe ich ja noch meinen, ich habe meinen Betriebswirt letztes Jahr gemacht. Ja. Kommt letztes Jahr raus, glaube ich, irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, wann das kommt. Ja, aber ich habe auch keine Zeit mehr gehabt, mir das zu zocken, deswegen. Aber das ist, so liegt das bei mir. Level 17, wo andere Level 2 sind oder Level 3. Ja, ich habe tatsächlich mein Kampftalent habe ich mir schwer erarbeitet, indem ich wirklich da trainiert habe, ne, im Spiel. Also so mit meinem Trainingschef da, dann habe ich mich da hingestellt und habe dann alle Arten von Waffen und so trainiert und dann die Schläge gelernt und Blocks und so. Also wir haben das geil, durchgespielt, geil. Auch im Stream. Ja. Und jetzt das erste DLC gespielt, aber da ist jetzt halt eben ein Bug drin, der verhindert, dass ich weitermachen kann. Und das ist halt super nervig. Und ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon gepatcht wurde. Und mittlerweile ist ja der zweite DLC schon da. Den habe ich noch gar nicht gespielt. Und ja. Aber da würde ich gerne auch mal wieder weitermachen. Da fehlen mir noch so viele Sachen, die ich da. Aber es sind halt so gute Spiele da. Jetzt auch noch Red Dead Redemption Story muss ich auch noch weiterspielen und so. Und noch nicht zu Ende gespielt? Nee, eben. Ich komme halt nicht dazu. Ey, ich hab das. In eineinhalb Wochen habe ich das jeden Abend, ich bin von der Arbeit nach Hause, Alter, sofort das Ding angeschmissen und dann bis nachts um zwei, ey, und dann ja, wieder eingepennt und wieder schaffen gegangen. Zwei Wochen hat es gedauert, inklusive Wochenende, Wochenende durchgesuchtet. Ja, ich habe mir auch schon überlegt. Aber das Problem ist halt so ein Spiel, das war nicht ein bisschen schade, weil ich bin normalerweise auch jemand, der sich ganz gerne die Welt anschaut. Man will ja von dem Spiel so viel wie möglich genießen. Du sagst dir ja auch vorher, ja, ich bin halt keine Hektik, aber das Problem ist, wenn du dann eine Story spielst, die so viel Fahrt aufnimmt, das ist mit der Steuerung wirklich räudig an den Lenken. Wenn du dann, wenn die Story Fahrt aufnimmt, machst du ja nicht, sagst du jetzt nicht so, oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Oh nee, ich glaube, ich bleibe stehen und unterhalte mich mit dem jetzt. Dann willst du wissen, wie geht's weiter, dann reitest du schnell wieder dahin und machst die nächste Story-Mission, weil du wissen willst, was jetzt Phase ist. Ne? Das ist halt echt krass, das nimmt richtig Fahrt auf, das Ding richtig Tempo. Ja, bei mir ist es halt so, ich möchte es halt meistens dann schon auch im Stream machen, wenn ich damit angefangen habe. Das heißt, ich spiele dann tatsächlich auch die Story nicht weiter. Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich dachte mir so, gut, mach's es im Stream, ja, und wenn ich dann halt einmal angefangen habe, dann möchte ich halt auch das durchziehen im Stream. Und dann nicht irgendwann sagen, ja, okay, Leute, sorry, aber ich spiele die Story für mich weiter. Das ist halt so. Ja, von Anfang an gemacht, habe ich damals bei Dingen ja auch schon gemacht, bei GTA. Habe ich für mich gespielt und da war mir das ist mir dann auch Latte. Genau, mir war es halt eben nicht egal und dann habe ich halt gesagt, ja okay, ich versuche schon, sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt auch schon lang durchgespielt, weil ich es privat halt auch super interessant finde und gerne mal abends halt noch durchzocken würde. Ich zocke halt dann abends tatsächlich die ganzen Nebenaufgaben und gehe erkunden und jagen und lauter solche Sachen. Okay, ja, dann jagen. Oh, was habe ich mir mit dem Jagen beschäftigt? Wahnsinn. Ja, das mache ich schon nebenbei. Doch, klar, ja, ich habe einmal gestreamt mit dem Jagen, da haben wir die Hasen haben wir gejagt. Ja. Da gibt es ja zig Optionen, da kannst du ja dann, damit du das perfekte Fell kriegst, weißt du, für diese Special-Aufgaben da. Genau, ja. Geile Scheiße, auf jeden Fall. Kies dir rein, das ist wirklich gut, das ist ein wirklich gutes Spiel. Das ist von der Story alleine, finde ich, schon sehr stark. Richtig schön. Ja, ich bin, glaube ich, bei der Hälfte oder so. Ich bin jetzt an Saint-Denis angekommen, wo ich da hier den Jack Marston da erstmal befreien muss und so. Großartig weiter sind wir jetzt noch gar nicht. Also da, ich bin echt noch so Mitte, denke ich mal. So. Ja, ja. Die Storys sind ja immer überschaubar. Wenn du dann vorankommst, dann ärgerst du. Ja, dann ist es doch schneller vorbei. Und da dachte ich so, toll, jetzt war es das schon. Ja. Vor allem, wenn du so ein bisschen den Faden verlierst, ist auch wieder dann scheiße, ne? Nee, aber es war schon das beste Spiel dieses Jahr, ne? Was rauskam. Kann man jetzt erst zum Ende, aber ja, ich habe jetzt sonst glaube ich auch nichts auf dem Schirm gehabt, wo ich sagen kann, okay, das war jetzt inhaltlich super gut. Ich meine, ich habe natürlich hier auf das natürlich auch schon super gehypt, ne, aber ansonsten Red Dead, man hat jetzt 7 Jahre, ne, 6 Jahre, weiß nicht wie lange, Red Dead Redemption zurücklag schon. Oh ja, 2009. Ja, siehst du mal. Ja. 9 Jahre. Mhm. Ach, schon krass. Hast du das nochmal gelesen, warum sie das nie rausgebracht haben? Nee. Und zwar, das war das Problem, da waren. Die hatten zwar diese Rage Engine, das ist ja diese Engine, die auch GTA basiert. Mhm. Aber die hatten die für das Spiel so umschreiben müssen, so richtig händisch, hardcoded umschreiben müssen teilweise, weil ja irgendwie 3-4 Studios daran beteiligt waren, um das fertigzustellen.
Ja. Und dann haben die kurz vor Schluss haben die dann irgendwie noch was eingebaut. Ich glaube, steuerungstechnisch, also Gameplay-relevante Sachen. Das ist jetzt nicht storymäßig, sondern so Gameplay-relevante Sachen haben die eingebaut. Das war am Ende aber so ein kaputter Code. Der hat zwar funktioniert auf den Konsolen, so wie das dann rausgebracht worden ist, ja. wäre niemals möglich gewesen, das technisch für den PC umzusetzen. Ah. So grob ja, umschrieben. Aber sitzt das schon garantiert, dass das nächstes Jahr für den PC kommt? Ja, es kommt für den PC dieses Mal, definitiv. Ja, also, schon, oder? Das war jetzt keine strategische Entscheidung, sondern das war einfach technisch ein Super-GAU, was sie da fabriziert. Daran lag es halt. Ne? Also es war nicht so, dass sie sagen wollten, oh nee, wir verzichten jetzt nochmal auf die 50 Milliarden, die wir da einnehmen auf dem PC. Das war nie gewollt, weil der Vorgänger war ja auch auf dem PC. Also jetzt GTA. Ja, nee, GTA, ne? Also GTA 3, ich denke schon allein durch die Online-Funktion, ja. Nee, ich habe es ja, wie gesagt, auch dann Red Dead Online in der Beta gespielt und ja, es war schon ein bisschen kotzig. Also du willst irgendwo schnell eine Mission machen, wirst erschossen. Stehst auf, willst hinlaufen, wirst erschossen. Fängst die Mission an, wirst während der Mission erschossen. Weißt du so? Ja, ist toll. Das ist nicht so meins, also... Genau. Mag dann lieber doch mit Spielregeln, also wie gesagt, dass man mit Leuten, die zusammenspielt. So, ja, genau. so wie jetzt hier zum Beispiel, gut, hier könnte man ja auch. Ja, gut, aber wir könnten auf Red Dead auch eine Gruppe machen und dann zusammen da rumhauen, aber dann wird es ja trotzdem so sein, dass. Muss ein bisschen Mehrwert da sein, einfach nur Leute abknallen. Das ist richtig, also dass das dann. Ja, so Story-Aufgaben gibt oder sowas für eine Gruppe. Bis es dahin kommt, glaube ich, das dauert noch ein bisschen und dann, glaube ich, ist es vielleicht dann effektiver, wenn man sich dann mal für den PC anschaut, wenn halt genug Content vorhanden ist oder sowas, wenn das dann kommt. Um ist dann möglich, da online vielleicht was zu machen. Wir haben immer eine Idee dahinter. Ja, dann haben sie auch keinen Bock und sagen sich, okay, es ist erfolgreich, so wie ich fand. Ich war auch von GTA Online, also beim GTA 5, jetzt war ich auch enttäuscht. Ich habe auch gedacht, du baust dir da einen geilen Charakter. Ja, weil ich so ein Rollenspieltyp bin. Ich kenne das. MMO-Typ. Mhm. Du kannst ja auch. Ich nehme mal ganz gerne wie Beispiel daher. Aber da konntest du ja auch andere abknallen. Aber das war dann immer noch begrenzt und das hat dich ja nicht irgendwie unbedingt weitergebracht. Nee, so. Genau. Wurde auch nicht belohnt. Also, ja. Es wurde auch nicht. Ja, genau. Das war Zeitverschwendung, auf gut Deutsch. Es gab auch Ganker, die sich einen Spaß draus gemacht haben, zu dritt oder zu zweit oder auch alleine von mir, Level 15, die fanden das geil. Sowas gab es natürlich auch, so Frustmomente, aber ja. es war nicht so, dass wenn du jedes Mal eingeschaltet hast, die Tür da rumstehen. Also das ist nee, eben, genau. Und dann hast du halt gesagt können, okay, gut, gehe ich halt woanders hin und so. Ich woanders hin oder mach mal eine Instanz oder irgendwas anderes. Also richtig. Der Gedanke ist halt einfach. Aber das geht mir auch so. Deswegen habe ich es jetzt auch zum Beispiel mit dem neuen DayZ nicht ausgehalten, ne? Weil das gar hast keine. Du, so eine, das mal jetzt, ja. Oh ja, klar. Weil das ja gar keine nicht mehr diese Kooperationskomponente hat. Sondern immer nur dieses Anti, jeder ist gegen jeden. Und ich will eigentlich mehr so mit den anderen spielen und nicht gegen jeden. Ja, ich auch. Ich will eigentlich. Ich bin auch mehr so ein Typ, so mit anderen gegen ein gemeinsames Ziel spielen. Genau, PvE halt einfach. Ja, PvE, ja. Genau. Das geht mir genauso. So teambasiert finde ich den auch besser. Ja, macht viel mehr Spaß, ja. Ist auch eher meins. Ja, wenn du jetzt hier so ein Ding hast, aber bist nicht voll, kannst du nicht abladen, ne? Das macht nichts. Der lässt dann beim nächsten Mal dann das rein. Auch wenn du jetzt einen anderen Ballen presst, das passt dann quasi die Fruchtsorte dann an und dann. Ach so, musst du jetzt nicht immer das gleiche machen. Nee, das geht in Ordnung. Das passt schon. Pack ich das Gerät mal wieder ein. Es ist wirklich sehr schwierig zu lenken. Sehr unangenehm. Steuerung. Sehr anspruchsvoll. Deswegen, ich würde mit der Tastatur auch gar nicht klarkommen. Ich mache das immer mit Xbox 360 Gamepad. Ja, klar. Sonst, ja, irgendwann würde ich noch rumfliegen, aber ich habe keine Lust zu suchen. Oder nur ein bisschen rumtrollen hier. Achso, den Anhänger wollte ich mitnehmen da, genau. Jetzt stelle ich das Ding so dreckig, wie es ist, hier rein, oder was? Du kannst es auch sauber machen gehen. Ich wollte gerade sagen, du wirst ja irgendwen haben, der es sauber macht. Dich im Optimalfall, ja. So. Es wird schon Nacht hier. Nice. Ja, aber das ist auch so ein Spiel, finde ich auch. Ich könnte das keine Minute alleine ertragen. Keine Minute. Ja.
Es ist wirklich so. Also ich brauche da entweder brauche ich den Chat, diesen. Ja, das hilft schon ungemein. Genau, diesen Kommunikationsaspekt. Ja. Auch wenn keiner mitspielt, zumindest den Chat, wie du jetzt machst im Stream. Genau. Oder halt eben mit Leuten zusammen dann was zusammenbasteln. Ne? Ja. Sonst macht ja gar keinen Spaß, gar keinen Sinn auch. Also ich. Es ist wie beim Ding hier beim Eurotruck Simulator ist genau das gleiche. Mhm. Finde ich auch nicht ohne. Da brauchst du auch, ja, oder was du noch nebenbei machst. Und in dem Fall ist es halt dann natürlich auch noch der Chat. Also das hilft schon ungemein. Ich finde, wenn du so jetzt Sachen quasi Let's Playst oder sowas, ist das nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du sie. Ja, so gut, da hast du ja auch den. Ja, aber. Nee, ja. Ich meine, also wenn du sie streamst halt. Also. Ja. Weil ja, du ja, dann ja, quasi einen Chat dabei hast und eine direkte Interaktion hast mit jemandem. Richtig. Kannst du drüber reden über das, was da passiert und denkst dir nicht so, boah, was mach ich ja eigentlich? Genau. Ja, das geht mir aber auch so. Clara, weiß ich nicht, was mit den Loots nicht stimmt. Ich gucke nachher mal in die Loots rein und lese dann nochmal vor, was geschrieben wurde. Ich habe schon gesehen, dass welche gekommen sind. Mache ich dann gleich am Streamende. Was alles gibt. Ja. Ah, Fuchsi ist auch drauf. Gut. Ich mache mal währenddessen hier. Ist das mittlerweile raus, ob Fuchsi jetzt ein Mann oder eine Frau? Nee, wir wissen es nicht. Ich will es doch gar nicht wissen. Achso, immer noch nicht. Also nee. das soll schon einfach Fuchs ist Fuchs und das ist auch gut so. Na, packst du das jetzt hier ein? Oder ja, musst du den Pickup vielleicht heben und das Ding ausschalten? Oh ja. Mal ein bisschen beobachten, du machst das schon. Achso, du, wenn das hier zu eng ist, ne, dann park woanders oder so. Aber was, ich krieg das da schon reingeschoben. Ja, gut. Dann. Dein Wort in meinem Ohr. Fuchs ist das Phantom der Community, das gehört so. Ja, das fand ich auch gut. Also ich hatte Lutz gesehen. Ah, guck mal, Babs hat sie gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Aber das ist auch. Hey, ist hier gerade. Der war doch gerade noch. Muss ich, glaube ich, mal eben den Ballenwagen auf die Straße stellen. So. Aber ihr macht jetzt eigentlich auch nur noch den. Den. Ja, sag schon, wie heißt denn. Wie heißt denn dann. Dein Football Manager, nein, wie heißt denn das? Football Manager. Heißt der Football Manager? Ja, der heißt wirklich Football Manager. Der von SI Games. Okay, ist das jetzt der gute? Gab's da nicht mal zwei irgendwie? Oder so? Oder wie war das? Nee, es gab ja früher mal den. Also früher der von Fußball Manager. Genau, den meine ich. Das ist also den gibt's ja jetzt schon seit 2014 nicht mehr. Ah, okay. Ja, das gibt's 13, schon, wenn man ganz ehrlich ist sogar. Genau. Ja, 14 war ja diese Fail-Ding. Genau, der kam ja Oktober 13 raus. Ah, okay. Dann habe ich ja lang gar nichts mehr gespielt. Ab und zu mal diesen SE-Game. Also von SE Games ist das diesen Football-Manager mal angemacht. Ja, und aber, alles und sowas und lauter solche Sachen. Aber jetzt habe ich das dritte Jahr jetzt in Folge spiele ich den. Aber der kommt auch jedes Jahr neu, oder wie läuft das? Der kommt genauso einen Rhythmus wie die meisten Sportspiele, ne? Also klar, weil ja Lizenzen dabei sind, ne? Das ist ja jedes Jahr neu. Ja. Aber natürlich die Veränderungen in diesen Spielen sind natürlich jetzt nicht so gravierend, da muss man schon sagen. Aber das große Feature dieses Jahr war ja, dass er zum ersten Mal in Deutschland vertrieben werden durfte. Ach so, jetzt. Der hatte nämlich eine Sperre, der hatte eine Sperre, der durfte ja nicht in Deutschland vertrieben werden. Weil EA Rechte hat, oder wie? Weil EA doch die Rechte hatte. Das ist so eine Frechheit einfach. Für mich ist es auch marktwirtschaftlich, technisch ist es für mich ein Unding. Ja. Du darfst ein Produkt nicht vertreiben, weil ein anderer, ich kenne den Grund dahinter gar nicht. Ja. Auch wenn er jetzt draußen wäre ohne Lizenzen, wäre er auch gewesen. Ja, eben. Verstehe ich nicht. Habe ich bis dato auch nie verstanden, wie man sich das da hat eingebrockt. Ne? Aber gut. Aber egal, es ist jetzt dieses Jahr zum ersten Mal draußen. Und also jetzt in Deutschland auch erhältlich, das hast du auch sofort gemerkt, und viele Leute kaufen das Ding jetzt, ne? Mhm. Aber er ist halt wirklich nicht so einsteigerfreundlich wie vielleicht der EA-Manager, ne? Okay, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben einmal einen Fußballmanager gespielt und das war mir so komplex, dass ich mir dachte, und vor allem ich war da noch so, hä, wie, du darfst gar nicht selber spielen? ja, nee, das ist aber der Reiz da dran wiederum. Das ist, wo man sagt, so, das macht ja das Spiel aus. Wenn du jetzt selber spielen könntest, dann wäre ja alles, was wär du rumeierst, das wäre ja eigentlich, dann
Für die Katze, weil sie dann von deinem Skill abhängt, ob du jetzt ein Tor schießt oder nicht. Genau, nicht und nicht von, deine, von deinem Scouting oder welche Spieler du aufbaust oder welche Jugendspieler du hast oder deine Taktik. Und da ist das Spiel halt, geht es halt übelst in die Tiefe. Ne? Also wirklich, ich habe im FM den FM 16, nee, den FM 17 haben wir wirklich richtig stark gespielt auf Twitch. Und da hatte ich dann auch relativ zügig eine ordentliche Taktik raus. Das lief das ganze Jahr lang lief richtig geil. Dann bin ich aus der Oberliga mit meinem Dorfverein hier bis in die Champions League reinmarschiert dann. Also natürlich aber auch über das ganze Jahr verteilt dann, ne? Zig hundert Stream-Folgen. Aber dann bin ich im 18er, bin ich komplett versagt. Komplett versagt. Also ging gar nichts mehr. Da ist meine ganze Taktik. Ich habe 5 oder 10 Vereine probiert und was nicht alles und nichts gewonnen. Nur am Verlieren. Also, wir haben schon mal ein Spiel gewonnen, aber die großen Erfolge blieben halt aus. Ne? Und dann denken sie da, oh Gott, und jetzt habe ich so, das haben wir gut Gas gegeben, gut angefangen. Also, die Frage ist, ist das dann halt was Positives oder ist das eher super frustend dann fürs Spiel? Letztes Jahr war schon frustend. Ja? Mhm. Das ist aber so eine Challenge. Mhm. Was mich dann auch so gewohnt hat, weil ich mich ja schon relativ, schätzt dich dann auch ein bisschen als, sag ich mal, bist ja der Meinung, du hast Ahnung. Ja, genau, bist du schon so ein bisschen der Könner dann so. Ja, so, ne, du hast ja da eigentlich schon, sag ich mal, einen Dreh raus und du hast ja zumindest auch zum Real Life halt so ein bisschen, wie sagt man da, Verbindungen, wo man sagen könnte, okay, muss ja funktionieren. Ja. Ja, aber es war dann siehst du dich so auf dem Fußballplatz als Trainer so einer C-Jugend oder so? Also es gibt ja jetzt, so würde ich es jetzt nicht, also man muss ja sagen, was ist der Anspruch? Also die C-Jugend FC Bayern München nicht, aber im Dorfverein, klar. Ja genau, mancher, also bei euch im Dorf oder so? Also okay, was heißt bei euch im Dorf? Also euer Dorf ist auch ein bisschen größer. Ja, was haben wir jetzt? 11.000 Einwohner, 3 Vereine. Ja, eben. Nee, das ja, ne, klar, also das würde ich auf jeden Fall, klar. Eigentlich auch ganz schick, oder? Ich weiß nicht, hast du da so Bezug zu einem lokalen Verein? Ja, Mederscher bei uns. TuS Mechtersheim ist ja, da bin ich ja sogar Kassenwart. Ah, tatsächlich? Mhm. Ah, siehst du mal, ich habe nämlich gar keinen Bezug mehr zu unserem tatsächlich. Ich habe ja auch meine Lebzeit lang auf Fußball gespielt und war dann den ganzen Verein dabei und so, aber ich habe da echt gar keinen Bezug mehr dazu, zu dem ganzen Klimbim, ne? Nee, bin schon raus aus dem Thema. Doch, ich gehe auch gerne mal runter. Ich meine, klar, ich bin jetzt auch ein großer Fan von der Bundesliga, also von den, sag ich mal, von den Profis. Mhm. Aber ich gehe auch gerne mal, wenn jetzt im Winter ist, muss nicht jeden Tag sein. Aber wenn jetzt mal so, es ist ja Oberliga, wenn so Derby ist gegen Dudenhofen oder gegen Speyer, geh ich gerne mal runter. Es ist ja normaler Dorfplatz, halt ein Dorfstadion, kleines. Mhm. Ist halt runter, triffst ein paar Leute aus dem Dorf, trinkst ein Bierchen oder 12. Und eine Bratwurst. Und eine Bratwurst ist was Geiles. Das ist so, das gehört dazu. Okay. Ja, so ein bisschen Social Event ja auch dann immer. Ja, das gehört ein bisschen dazu. Und dann natürlich haben wir 3-4 Mal Festivitäten, also zum einen Straßenfest, dann haben wir Brunnenfest und da sind ja die Vereine immer vertreten mit ihren Ständen und dann ausschenken und alles, ne? Also ehrenamtlich dann halt, ne? Das machst du halt dann. Wird immer abgewechselt, wer dann da steht, das muss schon sein. Nee, ohne das wäre nicht. Das ist aber Dorf halt, das ist gar nicht normal. Also ich kenne das hier in allen Örtlichkeiten ist das. Wenn du da Richtung gehst und Speyer, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, das ist schon wieder nicht so. Oder wenn du Richtung Mannheim oder sowas, da kennen die Kids wahrscheinlich auch nicht. Nee, das ist dann schon wieder zu groß und zu weit weg. Ja. Von der Realität. Aber Vereinswesen ist, sag ich mal, analoges Social Media. Ist so. Mhm. Ja, auch wer auf dem Dorf nicht in einem Verein ist, der gehört nicht dazu. Ja. Ja, gut, das ist natürlich bei uns auch so. Es ist halt immer so, es gibt sich halt bei uns, ja, weiß ich nicht, es ist immer schwierig, auch durch die Arbeit. Du kommst dann natürlich, sag ich mal, bei uns ist so, wir haben so einen riesen Bereich und auch verschiedene Kollegen aus verschiedenen Bereichen, sagt der eine mal, ja, könntest du mal bei uns vorbeikommen, die anderen hier. Ich habe also quasi nicht mehr wirklich was so mit den einheimischen Leuten aus dem Umkreis zu tun, sondern immer nur so mit allen so verstreut, weißt du? Deswegen ist das so, ja, da so dann noch zu socializen, ein bisschen schwierig. Es ist noch schlimmer, ist es bei mir, wo ich herkomme, du weißt, ich komme ja von Rügen.
aus einem ganz kleinen Dorf. Und da gibt es eine Bezirksfeuerwehr. Also die ist dann zuständig für fünf, sechs Dörfer. Ja. Was da los ist, also jedes Jahr ist ja dann halt so Maibaum und solche Geschichten, ne? Ja, genau, die ganzen Events. Ja, ja, da, gemacht, wenn, ja. Wenn du da nicht bist, dann kommen die Leute vorbei, wie heißen sie hier vom, von der, die fahrenflüchtigen, ja? die Feldjäger kommen. Hier, heute ist Maibaum, kommst du nicht? Man kümmert sich um die Leute, guckt halt, ne, wo sind die, wenn einer jetzt auf so eine Festivität nicht da ist, ja, dann macht man sich alle Sorgen, ist doch klar. Ja, das gehört natürlich dazu, das ist schon klar. Das macht ja auch, hat ja auch seine also Richtigkeit so. Das ist dann keine Option, da hinzugehen, sondern eine Pflicht, ne? Genau. Gut, ich warte jetzt gerade am Überlegen. Wo hast du dich denn? Was hat der Ernte Günther? Ich hab dir da deinen blauen Trecker schon wieder fertig gemacht. Alles gut, Wenn du Bock hast, noch was zu machen. Hier, damit kannst du da drüben ansehen gerade. Warte. Habe ich jetzt natürlich schon Unkraut wieder drauf, weil ich die Nacht übersprungen habe. Ach Gott, sind jetzt komplett beladen hier oder was, das Gerät? Ja, genau. Der muss schon, der ist schon so fertig. Habt ihr dann so viel Geld so schnell zusammengekriegt? Ach ja, was heißt denn so schnell? Also wir spielen das ja jetzt auch schon ein bisschen. Na ja, klar. Und das kommt immer. Aber wir haben jetzt hier noch die günstigen Sachen. Also wir haben ja eigentlich durchweg kleinere Traktoren. Ja. Und die sind jetzt auch nicht so teuer und wir wirtschaften eigentlich auch recht gut. Und jetzt habe ich halt nochmal Pferde, sind halt super, super, super Geld. Wo soll ich hin? Auf das... Kannst du eigentlich auch beide? Ja, hier. Jetzt muss ich bloß gerade über. Musst du mal ansehen. Ich weiß nicht, ob er dann das Unkraut. Das ist Unkraut jetzt hier drauf, ne? Das müssen wir eigentlich auch nochmal entsorgen. Und hinten dran ist gleich Dünger, oder was? Genau, du hast jetzt quasi ein Saatgut mit Dünge. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob er den jetzt wegnimmt, wenn du drüber gehst, weil er hat auch einen Striegel dabei. Oder ob wir das jetzt vorher noch striegeln müssen oder sowas. Das ist immer so eine Scheibenecke mit dabei und so. Alter, was ist denn das für ein Gerät, Mann? Ja. Transformer oder was? Ja, genau. Wie einfach mal hier die Klappe aufmacht. Machen wir die Klappe wieder zu hier. Siehst ja gar nichts da drin bei dir, hier, Günther. Über die Spurreise am Start hier. Links auf, zu. Links, rechts, links. Und dann. Saat Mais. Ja, genau, meistens richtig. So, Sämaschine anschalten. Jetzt wird spannend. Da ist ein Vogel, oder was? Ja, das ist schon, die picken da das Zeug raus, die Körner. Picken, schließen, Sämaschine senken, V. Ja, wir bräuchten tatsächlich mehr Stunden am Tag, Leute. Aber ich muss ja jetzt, es ist halt immer so, ich wollte halt eigentlich nicht so lange machen, aber jetzt, wenn du natürlich hier mit rein... Nee, du musst nicht wegen mir jetzt. Ja. Nein, ich mache jetzt auch nicht wegen dir, aber es ist natürlich immer schön, wenn du da bist. Aber ich habe ein bisschen strikten Plan, also lang können wir jetzt nicht mehr machen. Wie ist denn jetzt, wie kann ich nach vorne das Ding senken? Helfer einstellen? Einmal G nach vorne, dann schaltest du oben das Gerät. Ah, dann schalte ich um. Das ist jetzt oben auf der linken Seite, ist ein bisschen kacke. Und dann kannst du den auf V dann auch einfach senken. Zusatztank senken, ach, das ist der Tank ist das. Drück mal N. Ach, zumachen, also. Genau. Das ist nur ein Tank noch extra, damit ich hier nicht nachladen muss. Hier vorne ist der Dünger drin. Und hier hinten ist das Saatgut drin. Also du haust erst den Dünger drauf und dann das Saatgut. Nee, du legst das, legst erst das Korn rein und dahinter das Saatgut drauf. Das ist, also die Schläuche laufen von hier vorne. Laufen die Schläuche, dann wo laufen denn die Schläuche? Untenrum, die laufen untenrum und dann hier durch. Und dann legen die das dann damit drauf. Aha, guck, brauchst du nicht machen. Das ist gut. Unkraut 44, 18. Perfekt. Oh Gott, das ist elend. Das ist wirklich sehr unangenehm mit der Tastatur. Ja. Ich sag, wie es ist. Also, ich kann überlegen, was bist du mit dem T5 und dem T6? Vielleicht ist das der ein bisschen. Okay, ist eigentlich egal. Dem fehlt ein bisschen Power, dem Bock hier. Ja, genau. Normal musst du das mit dem Fendt machen. Das ist eigentlich unser stärkster.
Müssen wir auch mal was eintauschen. Genau, ich wollte jetzt eigentlich noch was machen. Ich lasse es mal Bergi währenddessen da rum machen. Fuchs, ja, ich habe das übrigens hier gerade gemacht, falls du es gesehen hast. Da habe ich nochmal ausgebalanciert. Jetzt wollte ich dich noch irgendwas Wichtiges fragen. Ich weiß gar nicht mehr. Was, wegen Red Dead oder wegen was zocken? Ich suche ja auch nochmal noch nach einem Projekt, was ich da anbieten würde. Ich meine, für uns ist natürlich hier der Last immer ideal für so kooperative Geschichten. Aber so ein bisschen was mit, weißt du noch? Also ich muss ja immer mehr, ich habe bei mir auf dem Kanal da kannst du auch immer so dieses automatische Video, was dann abläuft, wenn man so raufgeht, ne? Ja. Und dann ist immer noch ein Best-of drin, wo auch unsere Far Cry-Mitschnitte dabei sind. Ach du Scheiße. Und die sind halt schon saulustig. Und irgendwie sowas in der Richtung, was man ein bisschen mit Action hergeht, da wäre halt natürlich Red Dead interessant für sowas, weißt du so? Aber ja, wenn es dann auch... Wenn der Faktor nicht so... Ja. Das ist genau das, was ich sag, so... Ich weiß, was du meinst, ja. Nee, wie soll man sagen, das ist so ein bisschen vorbeigeschossen, der Idee, was die da haben, ne? Aber mich stört es auch nicht mehr, ich bin auch zu alt, um mich da... Das ist einfach so... Ich werde zu alt. Es ist so. Ich merke das ja auch. Nee, ich mit doch auch mal am Spielauswahl. Ich habe mir früher immer so gedacht, so mit Mitte 20, oh, das willst du haben und das willst du zocken und das willst du zocken. Wenn ich jetzt mal schon Sachen sehe, sage ich so, so ein Scheiß zocke ich doch nicht mehr. Was für ein Scheißdreck, Alter. Man wird so zynisch im Alter. Ich werde so zynisch, muss ich sagen. Ja, nicht unbedingt Mann. Schon. Aber man hat ja schon so vieles gesehen. Genau. Und man belächelt ja eigentlich jedes zweite neue Ding, was dann heißt, geil, das ist die geilste Erfindung und das ist so geil. Genau. Du hast dir, als ob. Dir geht halt so ein bisschen dieser jugendliche Enthusiasmus verloren. Das ist ja halt wirklich mal. Das genau. Ist, man hat ja alles schon gesehen, mein. Ja, und das ist jetzt sowieso wieder dasselbe hier. Was ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen werde, ich glaube, also allein aus Nostalgiefaktor, ist, wenn sie jetzt hier offiziell von WoW wirklich die Classic-Server machen. Ich glaube, das kann ich mir noch mal reinziehen. Sind die nicht schon live? Nee, das kommt nicht. War das nur Beta oder was war da? Oder? Nee, was da jetzt live ist, die haben mal so eine Beta haben sie gemacht. Und dann habe ich mal auf so einem Privatding gespielt, auf so einem Privatserver. Classic. Nee, ich hab nur gesehen, dass mal, okay, vielleicht war das nur für ein Wochenende für die Beta oder irgendwie sowas. Genau, waren die ganzen Classic-Server schon an mal. Aber das war, glaube ich, ach so, das war zu BlizzCon, glaube ich. Ja, das genau. War so ein Event, genau. Ne? Das war noch zu BlizzCon, ja. Da haben sie sich aber auch ins Knie geschissen mit ihrer BlizzCon. Ne? Ja, mit ihrer komischen App da. Mit ihrer App, habt ihr denn kein Handy oder was? Du musst dir vorstellen, da sitzen die ganzen Blizzard-Fanboys, das sind ja wirklich Verrückte, Alter. Ja, die sitzen da drin und kriegen erstmal richtig schön Backpfeil verpasst. Das war schon hardcore, ja. Da habe ich mir auch gedacht, so traurig. Ich denke mir so, ich habe die auch immer so, ich habe die auch damals so gehypt, auch so. Ich habe gedacht, so geile Entwickler muss erstmal sein, sowas zu basteln, ne? Ja. Aber man hängt so ein bisschen an diesen alten Erfahrungen. Das ist wirklich so. Obwohl es ja, ich weiß ja genau jetzt schon, das wird ja nie wieder, wie es damals war, wo du es damals gespielt hast. Ja. Allein du hängst dieser romantischen Vorstellung hinterher, dass das, ja, das so wird wie damals in der 60er Komponenten, meine ich. Sowas. Ja, genau. Das ja, ich hab heute, ich merke das ja heute, wenn ich heute mal, wieder habe ich oft mal so Versuche gehabt, mal wieder so ein bisschen, ist ein gutes Beispiel, WoW, weil ich wirklich sehr, sehr viel gespielt habe, mal wieder reinzukommen. Ach, ich habe gar keinen Bock, mich mit den Leuten zu unterhalten. Ich bin so, ihr scheiß Nerdig, Alter, geh mir auf den Sack, genau. Mann. Boah, kannst du nicht mal, ja, so, wenn du bei uns mitspielen willst, wir haben 3 Raid-Tage die Woche und dann brauchst du das Gear, das ist gut. Zum 38. Und so, ja, voll geplottet. Ja. Und natürlich musst du aber, um da hinzukommen, musst du ja, weil das Spielsystem hat sich ja mittlerweile auch geändert. Du kannst ja mittlerweile in jeder Minute irgendwas noch mal verbessern, weil du so mittlerweile solche Legendary-Level-Erfahrungen hast oder so einen Scheiß. Mhm. Ach Gott, denke ich mir so, Mann, das war alles. Ja. Ja, ich dachte, wir wollen eigentlich nur cool zusammen ein bisschen rumchillen. Wir knallen ein bisschen rum. Ich bin ja auch ein Ehrgeizkrüppel, wenn es an die Sache geht. Muss ich ehrlich sagen. Also damals zu der Zeit war ich so, wollte ich schon, denn auch mal vorwärts kommen. Ja. Ich habe dann auch irgendwann immer ein bisschen auch wirklich das Arschloch und sag's dann, ey, du hast es jetzt 100-mal nicht hingekriegt, Alter. Du kannst doch nicht erwarten, dass jetzt hier die anderen 50 Leute, oder gut, waren ja keine 50, aber
die 21 Leute, die sich jeden Abend wieder einloggen, auf dich warten, dass du es auf die Kette kriegst. Also das kann ja wohl auch nicht sein. Das ist ja so. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Das ging mir auch so. Aber bei den meisten hast du den ja nicht auf taube Ohren. Hatte dann geklappt, aber ich könnte das heute nicht mehr. Ich könnte das heute nicht. Ganz im Ernst. Fehlt da irgendwie diese. Tja, aber es ist bei allem so, ne? Das ist diese. Ja, das stimmt allerdings, diese, Der Konvergenzeffekt, sagt man ja. Dass wenn du in irgendetwas gesteckt hast, dass du da keinen Abstand mehr nehmen kannst, wo du sagst, ich habe doch jetzt schon so viel Zeit reingesteckt. Ja. Das ist aber wirklich wahr. Ja, mich kriegt's ja nicht mehr. Ich kann da kein MMO da spielen, ne? Also wirklich, das. Weil das vorher auch. Das Spiel, also du hast mir wirklich den räudigsten Trecker gegeben, Alter. Er kommt dann ja. Was? Ohne Scheiß. Na nix. Oder wenn ich hier fahre, Alter. Ich fahre hier wie auf. Wie ist der Film? Super Nitro? Nitro? Die Holländer? Ach so, New Kids. New Kids, genau. So fahre ich hier, Alter. Ja, es tut mir natürlich sehr leid. Ich dachte eigentlich, dass das ganz cool ist. Was sagt denn Chat eigentlich? Ich quatsch die ganze Zeit. Nicht, dass Leute sich jetzt da wieder unterdrückt fühlen. So, der Chat. Ich schreibe mich hier wieder an und sagen, wenn du da bist, dann unterhält Peggy mit uns nicht mehr. Ja, so ungefähr. Ja, toll. Ja, habe ich immer geschrieben, ist mir egal. Ist mein Peggy. Genau. Ich kenne ihn schon viel länger als ihr. Länger als du. So. Ja. So ist das dann nämlich. Nein, alles gut. nur kein Neid. Nee, wie gesagt, wir werden ja dann jetzt gleich hier mal ein kleines Päuschen machen. Sonntagabend, Bergi, wenn du da bist. Also morgen habe ich. Es ist noch Weihnachtsfeier, das heißt. Morgen bin ich also gesagt, Sonntag, auch bei der Family im Norden, also von dem her. Oh, ich gehe morgen erstmal shoppen, morgen früh, Alter. Shoppen? Weihnachtsgeschenke? Boah, nee. Auch. Auch. Oder du bist doch mehr so der Panikeinkäufer, so der am. Nee, diesmal. Ich bin diesmal saugut. Ja? Ohne Scheiß. Mhm. Dass ich 10 Tage vor Weihnachten schon den Scheiß zusammen habe, ist echt ein Wunder. Du hast wirklich recht, ich bin echt ein Paniktyp. Das kam meiner Familie immer zugute, weil ich so ein Paniktyp bin und das vergesse, habe ich dann auch keine Zeit mehr aufs Geld zu gucken und kaufe einfach die total überteuerten Sachen. Ich habe keinen Scheiß. Beispiel, letztes Jahr, meine Mutter hat irgendwas gesagt von wegen, die Pfanne ist kaputt und ich gehe bei meiner Mutter wirklich sehr gerne essen, ist ja klar. Und die hat immer so eine gute Pfanne gehabt. Ja. Und dann ist die kaputt gegangen, hat sie so eine Standardpfanne gehabt für 20 Euro oder so ein Dreck. So ein Dreck hat sie sich geholt. Schmeckt das Essen nicht mehr dann? Dann sind die Buletten nicht mehr so richtig durchgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, was hat sie denn gebraucht? Ich habe vergessen, was sie brauchte. Dann habe ich ein ganzes WMF-Top-Set, Alter, für 600 Tacken geholt. Du hast drauf komplett übertrieben. Und meine Schwestern immer so, ne? So, hier, Mutti, haben wir gebastelt, so auf gut Deutsch, ohne Scheiß, mit so 30-Euro-Dinger. Und der andere holt dann die 600-Euro WMF-Topset raus, Alter. So, ja, kann man machen, ne? Kannst du doch brauchen, aber, oder? Aber irgendwie? Ich sag dir ganz ehrlich, das habe ich auch gelernt, Alter. Schenken ist viel geiler als beschenkt werden. Ja. Ohne Scheiß, Alter. Das macht viel mehr Bock. Ich mach das auch gern. Ich schenke auch total gern. Ich finde das so, weil du auch wirklich. So zwischendrin mal, auch nur so Kleinigkeiten. Ja, ja, ist natürlich. Das halt, ist halt immer sehr geil. Bei meiner Schwester habe ich jetzt auch, die ist jetzt 25 geworden, da habe ich dir auch ein geschenkt, Alter. Geschissen, ja. Mann. Ja. Du kannst doch nicht fressen, das Zeug. Und die hat immer so ein Scheißig geholt für 100 Euro, 150 Euro. Ja, und vor allem, das ist ja auch das Geile, wenn du geizig ein bisschen Plan hast. Ja, genau. Und wenn die geizig sind und du hast halt selber so ein bisschen Plan, hast du vielleicht auch noch so ein bisschen Ahnung, was braucht sie, wo kriegt man das Günstige her, was kann man da ausgeben und so weiter, ja. Und dann macht es einfach noch mehr Spaß. Dann das macht noch mehr Spaß, wenn du was Schönes habt. Genau. Du willst ja auch gar nicht, können sie auch gar nicht, die können es ja finanziell nicht, aber das ist ja gar nichts. Geht aber darum. Ich finde, es geht nicht ums Geld einfach so. Nee, ohne Scheiß. Was soll ich denn damit? Es geht nicht drum. Aber es ist einfach übertrieben manchmal. Ja, aber ich freue mich schon. Meine Mutter wird ja wieder, seit 4 Jahren bin ich 60, habe jetzt schon so ein kleines Konto angelegt, so ein bisschen sparen.
Ich will dir unbedingt eine Kreuzfahrt schenken. Unbedingt. Und das passt ganz gut. Das ist geil. Das sind schon ziemlich arschteuer, die Teile, aber trotzdem. Ja. Musst ein bisschen solide nebenher legen. Aber ich glaube, auch so eine Kreuzfahrt, das ist doch schon was, das macht man doch dann so im Alter, oder? Irgendwann. Also wenn man dann ich sage, das sind jetzt 4 Jahre, dann wird sie 60. Ja. Und das passt. Also in 4 Jahren kriegt man das ja auch als erwachsener Mann zusammen. Also sollte man. Also wenn man, wenn man berufstätig ist und. Das musst du dir jetzt nicht vom Mund absparen. Ne? Ja, genau. Wenn du es machen willst, muss nicht jeder machen. Also jeder macht das, wie er da braucht und wie er das haben will. Ich habe ja keine Kinder, muss ich auch wiederum sehen. Ich habe keine Kinder, bin verheiratet. Also, dass dann, sage ich mal, ein bisschen mehr hängen bleibt, ist ja vollkommen klar. Wenn ich wahrscheinlich Familie hätte, wäre das eine andere Geschichte. Dann würden die mir die Haare vom Kopf fressen wahrscheinlich. Und könntest du ja auch irgendwo als billige Arbeitskraft einsetzen oder sowas? Könntest du auch, ja. Man muss immer noch gucken, welches Finanzamt. Nee, muss man immer so ein bisschen in Relation setzen, ne? Also, ja. Aber wo machst du bei dir natürlich auch sagen, musst du bist natürlich auch Einzelkind. Also du trägst das halt. Nee, ich habe 2 Schwestern. Ja, ich dachte, du hast. Was? Ja, ich gerade gesagt, deine Cousine hast du das gekauft? Nein, meine Schwester. Meine Schwester ist 25. Ach so, okay. Ah, meine also Schwester ist 25. Die Linda ist 25 und die Lisa ist 23. Okay. Hatte ich nicht mehr auf dem Kasten. Ich war 10 Jahre lang Einzelkind, genau. Nee, mehr. Du warst die letzten 10 Jahre. Nee, elf. Nee, ich war 11 Jahre lang Einzelkind, ja klar. Dann sind die erst gekommen. Da war ich ja schon, als die dann, sage ich mal, in die Schule waren, bin ich ja schon auch. Ja, okay, schon, na, das macht natürlich. Aber ist doch eigentlich auch ganz geil, oder? Dann hast du immer so einen. Ja. Ist immer der Großbruder. Ja, richtig groß. Der Alte, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber guck mal, wenn die dann so im Teenageralter sind oder sowas und du bist dann Mitte 20, ist doch eigentlich auch ganz geil für die. Also so irgendwie. Nee, ist auch nicht vollkommen in Ordnung. Ja, eben. Haben sehr gute Beziehungen, sehr gute. Weil wir nicht so eng vom Alter miteinander sind. Ich glaube, das macht's aus. Also bei uns ist es so, wir sind 2 Jahre Unterschied, meine Brüder und ich. Also ich bin nur der Mittlere. Und also ein Sandwich-Kind, das Unbeachtete, Tittete und so. Ja, ich bin der Unfall. Das viel zu früh, viel zu. Ja, natürlich, Alter, mit 17. Ja. Kann doch keine erzählen. Meine Mutter war 17. Oder als sie schwanger geworden ist, 18, hat sie mich gekriegt. Ja. Das war. Die anderen beiden, das sind ja Wunschkinder. Meine Schwestern, die sind Wunschkinder. Nee, aber alles gut, alles total easy. Ja, aber das ist so. Sonst kannst du halt immer zusammen so was spielen und so, das wäre auch geil, aber du streitest dich halt auch einfach mega oft, ja. Also das ist schon immer, wenn du so zusammen, so nah zusammen bist, immer schwierig. Auf welche Seite kann ich bei den Kühen einstreuen? Warte mal, Fuxi. Das kannst du hier drüben machen. Also das ist dieser komische Trigger hier, der aber wahrscheinlich nicht funktioniert. Also kannst auch einfach, also Dani hat das immer so gemacht, die hat sich einfach einen Strohhaufen gemacht und das dann da reingeladen oder vom Einstreuen raus. Ich will auch mal hier so eine Stute besteigen. Geht das? Kann aber sein, dass sie es gepatcht haben. Ja, genau, wir müssen eh neue kaufen dann irgendwann. Also hier drüben ist der Trigger. Der Einstreu-Trigger. Genau, wir haben momentan nur Inni, das ist momentan das einzige Pferd. Weil ich jetzt immer im Leben bin, ob ich den hier umsetze. Achso, Yuki hat das geschrieben. Achso, nicht Fuxi. Da wird bei mir das Bild. So ein Westernreiter, ja. So ein Reiter werden, Alter. Obwohl, das ist ja ein relativ kleines Pferd, ne? Ja, naja. Was heißt ein relativ kleines Pferd? Also, das ist jetzt kein Pony. Also, wenn ich das. Nee, ein Pony nicht, aber das ist jetzt. Ein 100-Kilo-Mann tragen. Nee, also ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja eher so ein bisschen stabiler gebaut. Also ich reite auch nur Kaltblüter. Kaltblüter also musst du, ja. In Real Life, ne? Also für mich wäre so ein Kaltblut. Generell sagst du ja, ist ja ein Pferd ist ja kein Lasttier, sondern ein Zugtier. Aber trotzdem, also ich würde jetzt dann schon eher nur im Kaltblut zutrauen, mich zu tragen und nicht irgendwie so einem sportlichen. Ja, ich hab mal eine Freundin gehabt, die war so Pferde, also so Pferdemensch. Ja, soll's geben. Damit auch als mit und da gab es halt wirklich, ja, sowas, was ich hier sehe, so ein Ding. Mhm. Also schon große Tiere, aber so sportlich. Ja, genau. Ja. Also, weiß nicht, ich kenne die Rassen halt nicht. Mhm. Und dann halt aber auch so richtige, wie sagt man da, so wie so einen Wagen gezogen haben, ne? Ja, genau, Kaltblüter halt. So dicke Pferde halt, so dicke Hals und so Kaltblüter einfach, ja. Genau. Ja, okay. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ja, genau, so ein die Kutschen ziehen, sind so meistens Kaltblüter. Mhm.
Und die sind halt massiv, also die tragen das schon auch besser. Ne? Und wie gesagt, das ist sowas. Ja, muss ich mal vorstellen, früher im Mittelalter, das war. Das machst du nicht mit so einem lustigen Galoppgaul. Nee, überhaupt auch nicht. Schon, überhaupt nicht. Da muss schon ein krasses Vieh ran. Ne? Auf jeden Fall sind die richtig stark. Also, du kaufst die für 5000, ne? Mhm. Und dann kannst du die hochtrainieren, also nur durch Reiten, einfach nur durch Rumreiten. Mehr kannst du nicht machen mit denen. Okay. Und dann kriegen die halt immer so prozentuellen Aufschlag jeden Tag. Also jede Nacht gehen die halt hoch, wenn du sie auf 100% geritten hast. Okay. Das heißt, du reitest sie eine Viertelstunde, dann haben sie halt 100%. Mhm. Und dann erhöht sich der Wert dann irgendwann bei komplett ausgelevelt, sag ich jetzt mal, auf 50.000. Also dann okay. Machst du von 5.000 auf 50.000 Gewinn pro Pferd und in einem so einem Paddock hier kannst du 8 Pferde halten. Krass. Ja, da wir schon so ein paar Leute haben, die gerne auch mal ein Pferd reiten oder sowas, das ist halt immer ganz cool, gerade bei der Community, dass wir halt hier schon mal ein Pferdchen reiten und macht ja auch Spaß so zwischendrin eigentlich. Und das ist eine gute Geldquelle. Ja, schönes Feature, muss man sagen. Schönes ne? Feature, richtig, genau. Das sehe ich nämlich auch so. Guti, du, ich bin dann für jetzt, mache ich dann hier mal die Bremse rein. Ja, das ist eine gute Idee. Beschäftigen uns dann noch gleich mit anderen Sachen. Wir wollten auch dann noch ein bisschen Rimworlden. Dürfen wir da eigentlich von dir mal wieder was erwarten oder eher nicht so? Ich bin immer noch. Ich nerv dich ja schon seit 3 Jahren damit, dass du mal wieder Rimworld spielst, aber. Nee, ich glaube, ich werde. Ich glaube maximal noch ein Jahr deinen Fisch ab. Nee, also wirklich, ich kenne das mittlerweile, glaube ich, schon echt auswendig, dein Rimworld Let's Play. Ich habe das schon. Also ich habe das als MP3, ja, ich höre das. Ich kann mir mein eigenes ja nicht angucken. Und ansonsten finde ich keins so richtig gut. Und deswegen, ich habe deins als MP3 und das höre ich dann öfter mal gern so bei Autofahrten oder so. Und einfach so, wenn ich mal wieder denke, boah, jetzt hast du mir mehr Bock auf irgendwie ein so Rimworld-Gelaber, weil ich weiß ja, ich kenne ja das Spiel. Und dann reicht mir ja das ungefähr, was du sagst, damit ich ja assoziieren kann, was passiert. Ja. Genau, und das ist halt bei dir auch so geil, weil du halt ähnlich wie mein Let's Play auch so Chaos-Charaktere hast und sowas. Und dann ist einfach nur gut. Also ich feiere das total. Krieg das gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, mir gibt echt so viele Leute fragen, machen soll, das geht mir oft so. Ja. Also gerade was das YouTube und sowas angeht. Mhm. Das mal wieder. Ja, aber man muss. Es war halt mal. Es ist fertig. Es ist gut. Bei mir ist es so mit den Spielen, dass ich mich einfach nicht selber entscheiden kann. Ich brauche manchmal echt Hilfe zu sagen, hey Leute, was spiele ich denn heute? Weil ich hab so gar nicht mehr so den, dass ich sage, okay, das ist jetzt krass Hype. Ich jetzt sage, oh, ich würde gern mal wieder eine Runde Rimworld streamen mit euch oder jetzt auch hier 2 Stunden mal den LS oder so. Weil meistens reicht ja die Zeit dann auch nicht für alles, weil dann kommt der Haushalt hinzu und Privatleben und Arbeit und weißt du, und dann denkst du so, oh, Abend schon wieder rum, ja, morgen schon wieder früh raus. Ich würde gern den ganzen Tag noch jetzt noch 2 Stunden dann Pizza Connection streamen und noch ein bisschen. Ich hatte. Du bist ja gleich weg, das erzähle ich dir noch fix. Ja. Ich hatte vor kurzem eine richtige Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, da musst du echt die Notbremse reinziehen. Okay. Und zwar hat irgendjemand, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja stellvertretende Geschäftsleitung bei mir im Betrieb. Mhm. Also da sag ich mal, das musst du dir ja auch mehr oder weniger dieses zu den Leuten, zu den Mitarbeitern, ne, die da sind, ja, musst du dir ja ein bisschen erarbeiten. Ne? Was bitte? Machst du da? Also ich bin also grundsätzlich, ja gut, eigentlich nur Controlling den ganzen Tag, wenn du so willst. Was sind das für eine Firma? Ist ein Großhandel für Verpackungsmaterial. Ah, okay. Mhm. Und also sprich im Einkauf. Ich bin über den Verkauf dazugekommen, dann eben weiterzumachen. Ich war ja früher in der Werbebranche und das hat sich alles ein bisschen ergeben, genau. Aber irgendeiner hat es dann irgendwie spitz gekriegt, irgendeiner hat das rausgekriegt, wo ich schaffe. Ah, okay. Und hat dann dort angerufen. Oh nee, nicht wahr. Und da war, das habe ich dann, zumindest konnte ich das relativ, hoffe ich zumindest, weiß ich nicht. Es ist schon ein bisschen länger her, schon gut ein halbes Jahr her. Ich konnte das dann, weil mir, das ist mir so unangenehm, ich finde das so furchtbar eigentlich. Das ist so stalkermäßig auf einmal. Ne? Ja, das sind zwei Welten, das verstehen die Leute irgendwie nicht. Die raffen das nicht, dass wenn du den abends dich hinsetzt und ein bisschen eskalierst, dass es für dich eigentlich machst. So mehr oder weniger zum Ausgleich. Du hast Spaß dran, genau. Das ist dein Ausgleich, wo du sagen kannst, ich meine, das ist ein bisschen Arbeit rum, ne? Und da hast du auch Angestellte und du hast ja auch ein bisschen Weisungsbefugnis und was alles, ne? Mhm. Da habe ich mir gedacht, so Gottes Willen, du musst da Notbremse ziehen, dann musst du dich entscheiden irgendwann, ne? Mhm. Da musst du dich entscheiden. Und wie gesagt, das hat mich so ein bisschen,
das war einer der Gründe, warum ich weniger mache, immer weniger, mhm, und mich auch so langsam dann auch so persönlich davon verabschiede. Mhm. Weil das eine hat nicht den Mehrwert, dass ich diesen Konflikt provozieren wollte. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist natürlich schon ein Gamechanger, ne? Also, mhm, wenn das so alles ganz, ganz entspannt abläuft und immer so ein bisschen cool ist und so, dann ist es eigentlich auch ganz geil für dich. Aber sobald es so eine genau, komische Note bekommt, wenn es dann wirklich zu weit in die Privatsphäre geht, was jetzt natürlich die YouTuber, die erfolgreich sind, leben davon. Ja. Dass sie ihre Privatsphäre da offenlegen. Aber unter die ja auch nicht. Bei uns war das nie immer. Nee. Das war ein Hobby, ein bisschen Freizeit-Gammelei. Wird ja auch keiner vom Fußballverein anrufen, dich dann da ansprechen bei wegen irgendwas. Macht ja kein Mensch. Aber das ist halt, wo ich sage, oh Gott. Das ist schon krass, ja. Das ist, finde ich, schon heftig. Du kannst es maximal auf so ein Level halten, wo, sage ich mal, klein, so unter 100 ja, Leute so. Wie reagierst du dann da? Also ich. Ja, aber willst du noch reagieren? Was willst du da? Bist du natürlich immer perplex. Ne? Ja, genau. Du verleugnest dich ja dann, ne? Ja. Ich finde das total krass. Also wenn super unangenehm, super unangenehm. Ich denke mir so auf einer öffentlichen, wenn du jetzt irgendwie auf die, wie bei mir auch, wenn du auf die Gamescom gehst und sagst, hey, ich bin da, Leute, komm vorbei, ist was ganz anderes. Ja, dann bist du ja immer noch bist du ein bisschen noch in Charakter in so, diesen, ne? Genau, ja, dann bist du noch in dieser Welt, ne? Aber wenn das dann Geschäft in deinem Berufsleben. Boah, das ist krass, ja. Gar nicht. Naja, deswegen auch. Unter anderem gar kein Bedarf mehr, auch YouTube oder so. Und auch das Stream mehr oder weniger. Ja, irgendwo musst du Abstriche machen, weil Leute einfach die Grenzen nicht kennen. Ne? Das finde ich heftig. Ich finde das von den Leuten halt krass. Also da frage ich mich auch, was ist da eigentlich los, weißt du? Was ist denn mit den Leuten kaputt, dass sie auf solche Mittel zurückgreifen? Vor allem dann auch mit welcher Intention? Also was will er denn dann? Weißt du so? Ja. So einfach mal so, ja, hallo, weißt du so? Ja. Ich habe jetzt rausgefunden, wo du wohnst. So, okay. Ja. Zum Glück war ich immer so ein bisschen aggro, dass noch keiner getraut hat, vorbeizukommen. Die haben hochgeschossen, Alter. Ja, das ist ja dann auch schon ganz gut, ja. Das macht dann auch schon einen Vorteil. Ja, das wollte ich dir erzählen. Das war richtig. Das ist eine krasse Story. Also du hattest mir auch mal so eine Story erzählt mit diesen Star Stable Geschichten. Genau. Das wollte ich dir immer erzählen. Das ist, ja. Da denkst du irgendwie auch immer ganz anders. Das sind dann so Züge, wo du denkst so, nee. Alter, nee. Ja, richtig, genau. Es gibt halt dann echt. Du darfst dich aber auch nicht beschweren, weil im Grunde draußen, wenn du dich halt im öffentlichen Raum bewegst, auf diese Art und Weise, wie wir das machen, weißt du ja, dass es solche Idioten gibt. Da ist ja alles dabei. Man weiß es ja, man hofft ja immer, dass sowas nicht passiert, aber irgendwann, wenn du so eine gewisse. Ich habe hier noch keine riesen Reichweite, aber anscheinend reicht die Reichweite, um Leute zu animieren. Also. Ja, ich glaube, das hat gar nichts mit der Reichweite zu tun, sondern du musst einfach nur so einen Charakter treffen. Also das muss einfach nur so Zufall, random, irgendwann hast du halt Patient Zero und der ist halt so. Weißt du so? Und dann hat sich das halt so ergeben und es ergibt halt echt krasse Menschen. Es gibt halt schon krasse Freaks so, ja. Das ist, und natürlich musst du sagen, gut, wir bewegen uns hier in der Öffentlichkeit und wir machen das ja bewusst so. Ich würde mich auch niemals drüber aufregen, wenn mir sowas im Spiel oder irgendwo oder keine Ahnung, wenn ich. Ja, die glauben ja auch, du bist denn auch so, wie du denn. Was erwarten die? Hör dir zu, jetzt nehme ich einen Namen oder was? Was erwarten die Leute, Alter? Keine Ahnung. Ja, ich habe mir das auch schon überlegt, wenn mich quasi ein Zuschauer in der Arbeit treffen würde, wie ich dann reagieren würde. Also ich das ist super schwierig, weil ich auch meistens, bei mir ist ja so, ich arbeite ja meistens dann beim Kunden und so draußen oder sowas. Ja, genau. So, ja, du, hey, ist echt cool und so, aber ich würde jetzt auch gerne, ich müsste schon weiterarbeiten und so. Ja, komm, ja, lass doch noch hier. Man muss ja, kommunizieren ist einfach so, das hilft dir nicht. Ja, du lässt dir ja selber den Spaß nehmen, dann wenn das dich nicht. Schade, dass es so ist, schade eigentlich. Ja. Dass da nicht die Leute, die haben heutzutage halt nicht die Distanz mehr, gerade die Kids, die haben diese Distanz, die sehen diese. Für die ist Social Media oder digitaler Charakter ist für die, oder keine Ahnung, ist eine selbe Person. Das ist extrem wichtig. Ich kann das nicht differenzieren. Ja. Aber das ist es ja auch, weil von den meisten erfolgreichen YouTubern, Streamern und so weiter, genau. Das so vorgelebt wird, dass sie halt
ich sag mal so, alles von sich pseudo freigeben, ja, dass jetzt natürlich dahinter halt Geschäftsleute sind, die schon wissen, was sie machen, das checken halt die meisten nicht. Ne? Ja gut, das wollen sie aber auch nicht kommunizieren. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, das ist, ja, klar, ne? Wenn sie das so kommunizieren würden, wäre es ja eine simple Sache. Genau, genau, aber so läuft das halt leider nicht. Das sind immer so die Schattenseiten. Boah, also... Wenn man sich jetzt mal anschaut, mit welchen Leuten du damals quasi auf YouTube gestartet bist, so in deinem Netzwerk und so, die jetzt ja so da voll durchstarten und auch alles von... Ja, aber auch viele sind weg, ne? Also und viele sind weg, oder? Ja, das stimmt auch wieder, ja. Aber wie viel gibst du da auf? Ich weiß es nicht. Also, war nie eine Option für mich. War nie eine Option. Vielleicht deswegen, weil wir auch schon ein bisschen älter sind, das ist ja schon mal zum einen, weil du kommst ja noch aus einer analogen Zeit. Wir sind ja keine Digital Natives, heißt es ja. Sind wir ja nicht. Bist du ja nicht. Mit einem 80er Baujahr bist du definitiv kein Digital Native. Nee. Und das ist halt eben, das ist wahrscheinlich auch das, was so diese Distanz wahrt. Gott sei Dank. Ja, es ist wirklich so. Es ist diese Unverfrorenheit heutzutage. Wir haben vorhin schon drüber geredet mit den ganzen, auch dann diese ganze Flirt-Chat Aufreiß-Community und Pipapo und weißt du so. Das ist richtig schlimm. Und ich denke mir so, wenn dich halt jemand anschreibt und zu dir sagen würde, hey du, ich habe zufällig gesehen, wo du arbeitest, dürfte ich dich denn mal besuchen und Hi sagen? Ist nochmal ein ganz anderes Level so, weißt du so, irgendwie. Ja, da frage ich mich leider nicht auf Arbeit. Ich kenne keinen von meinen Kumpels, keiner der Leute. Ja, könntest du halt auch eigentlich sagen, nö, du, sorry, in der Arbeit passt mir gar nicht. Ich hab zwei Kumpels, das sind zwei Kumpels, die beliefere ich mit Ware. Mhm. Aber selbst auf der Arbeitsebene sind das auch unterschiedliche Menschen. Die müssen in ihrem Interesse, nicht in meinem Interesse. Wir treffen uns in irgendeinem sehr, sehr angenehmen Sinn. Ja, schon klar, aber ihr müsst halt auch Geschäft machen miteinander. Klar, aber ansonsten würde auch keiner auf die Idee kommen. Alter, würde auch keiner auf die Idee kommen, zu mir zu fahren und sagen, ey, komm, ich hab hier zwei Bier dabei, Alter. Was, warum, Alter? Ja, genau, das sind dann Kollegen und nicht deine besten Freunde. So, das ist schon ein Unterschied. Ist unglaublich, Ja. Das ist das. Okay. Es ist wirklich sehr verrückt. Gut. Beängstigend. Aber, wir quatschen da auf jeden Fall nächstes Mal. Wir brauchen irgendwas, wo wir so mehr sowas machen können. Es macht sehr viel Spaß. Also, ich finde es sehr cool. Also ich würde mich freuen, wenn ich dich öfter wieder irgendwo dabei hätte. Es ist echt immer wieder interessant. Immer wieder spannend, ne? Immer wieder schön, sich auszutauschen. Macht auf jeden Fall natürlich Spaß. Natürlich. Leute, dann verabschiedet euch für heute. Ganz lieb von Bergi. Starstable kommt heute nicht mehr, morgen auch nicht. Ich bin erst Wochenende nicht da. Ich bin bei der Family im Norden. Wir sehen uns dann erst, also heute nochmal. Wir kommen auf jeden Fall heute noch, wird auf jeden Fall noch gestreamt. Ich werde jetzt dann kurz Pause machen. Dann gibt es gleich nochmal eine Runde Sims. Und danach gucken wir mal, was wir weitermachen. Wann wir Bergi begrüßen dürfen, wir bauen uns das. Gucken wir da mal, also ich bin dann frühestens dann wieder am Sonntagabend da. Schauen wir mal, wie wir das machen. Dann, Bergi, danke fürs Dabeisein. Ich mache jetzt hier auch direkt den Stream aus und ja. Hat Spaß gemacht, bis denn. Hat Spaß gemacht, bis denn und tschüss mit Öst. Adios. Ciao. Adios.